Hallo, 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 hallo. Oh Gott, Leute. Warum ist es schon wieder so warm? Ich bin das nicht gewohnt. Plötzlich haben wir hier wieder Hitzewelle in Stuttgart. Das ist ganz komisch. Hallo, Galei, hallo. Oh Mann, ey. Boah, ich wollte gestern Abend eigentlich nur kurz ein Modul noch machen, ne? Mit Pearson. Ganz viele von euch kleinen Spannern haben es noch gesehen gehabt bei ihm. Das ging ein bisschen länger als erwartet. Ich glaube,
halb eins, dreiviertel eins oder so, habe ich dann das RP ausgemacht. Ja. Na schön. Nochmal kurz mit Pearson bliert am Arsch. Ja, ist so, ey. Also, Dinge, die ich fürs Leben gelernt habe gestern. Pearson und mal kurz was machen. Ist nicht. Das funktioniert nicht. Ein Ding der Unmöglichkeit. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Na, und wie geht's euch so? Habt ihr auch Hitzewelle? Bei uns sind lässige 29 Grad. Das ist Dingsbums Puzzle. Zitrone naturtrüb. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Ja. Ich habe gestern Soda Stream Dingsbums da gekauft. Sirup. Vor Drinky mischen. Ich dachte, wir sehen Chaser Honey in Action. Ich wollte tatsächlich auch die Sachen aufnehmen, dass man zumindest so auf YouTube so als, nee, exclusive, dass man einfach so ein bisschen nachverfolgen kann, was war. Theoretisch habe ich auch aufgenommen, aber irgendwann hat dank Streamlabs alles rumgekackt. Ist alles verlangsamt geworden. Ich konnte mein Handy-IC nicht mehr bedienen. Ich war die ganze Zeit mit Miller unterwegs. Also mit Miller weiblich. Und dann musste sie recht ranfahren, dass ich Streamlabs die Aufnahme stoppen kann. Und dann ging es wieder. So einwandfrei. Dachte ich mir aus, du kleines. Nee? Richtig Hallo, sasch. hallo Honigtöpfchen. War das jetzt cringe? Das war ekelhaft, ja. Wieso wissen wir alles Honigtöpfchen? Ja. Ah ja. Naja. Was bist du? Ein bisschen Panzerpose. Ein Panzerpudel. Oh Mann, ey. Oder Pupspudel. Da. Hallo Chris. Hallo Yannick. Oh Gott. Da sich zwei Kunden, ja. Oh Gott. Kannst du mal aufhören, so zu sein? Das widert mich gerade richtig an. Oh, guck, Subdrop. Drop. Mit 30 weggefallen, instant. Oha. Erwartest du von dir gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Du machst voll oft komische Dinge, wo ich mir denke so, okay, ich akzeptiere. Bei Chris ist auch so. Bei Chris, das, was mir vorgeworfen wird, das trifft alles auf Chris so. Mir wird immer vorgeworfen, ich wäre so übelst kindisch und überhaupt nicht meinem Alter entsprechend. Die haben alle dich noch nicht gesehen. Ja. Ja. Sag mal. Was reden wir Tacheles hier? Du bist. Sie ist klein. Weiß nicht. 1,57,5 ist sie. Hey, Komma 5, okay. Ja, die muss Ein sein. Komma nach dem Die Komma. Komma. Die 5 muss stehen. Eiskalt. Dann kann Aber man aufrunden. der Akrometer in dieser kleinen Person, den habt ihr noch nie im Rage-Modus gesehen. Noch nie. Ich schwör's euch bei Gott. Wir waren in einer alten Wohnung, im alten Dorf. Doch, ich erzähl's allein deswegen, weil es gerade Zaps gab. Allein deswegen. Doch. Fang mal an zu beten, sagt er, das ist beim 700 so kick. War doch nicht raus, das ist so hart unangenehm. Während ich Nein, erzähl. Doch, wir. nein, Doch. Der nein, Chat will's nein. wissen. Das muss nicht Oh sein. doch. Das ist wohl unangenehm. Unannehmen? Das ist richtig unangenehm. Nein. Sei nicht Guck, so. wenn jetzt jeder eins hat, macht er so Nee, 50 mach Satz? kein Auge, Also ich du. mach kein Auge. Nee, jetzt Ich hör auf. erzähl's auch für lau. Nee, du erzählst gar Du nichts. Geier. Es war ein schöner Stream. Tschüss. Warum bist Ja, weil du mich jetzt gerade so übelst als kindisch hinstellst, dabei bist du du übelst so? die Ich bin nicht kindisch, Krawallbraut. ich bin einfach nur aggressiv. Passiv-aggressiv. Das Matze, war nicht danke schön für die passiv. 100 Bits. Okay, es war Das. richtig hardcore-aggressiv. Aber was hat die meinen Parkplatz zugestellt, die dumme Wir. Nuss? Wir haben dann. Wir haben dann in einem Haus gewohnt, hatten dann einen schönen Parkplatz direkt vorm Haus. Ich war, glaube ich, schon zu Hause. Sie kommt vom Einkaufen. Ich bin hoch Ich die glaube, ich bin Treppen. nach der Arbeit gekommen, deswegen war ich noch aggressiver. Das kann sein. Auf jeden Fall
stand dann eine ziemliche hochgetakelte... Das war eine dumme Tussi. Oh, lass mich erzählen. Nee. Quatsch nicht rein. Hochgetakelte... Aber ich habe die am Anfang nicht mal gesehen, die dumme Nuss. Das musst du vielleicht dazu sagen. Das ist Nebensache. Nee. Doch. Nee. Die das hat ist doch egal, ob du sie gesehen hast oder nicht. Nein, die hat einfach ihr Auto vor meinem Parkplatz abgestellt und hat sich verpisst. Ja. Was glaubt ihr, wer die ist? Dahin kommen wir doch erstmal. Oh Mann, ey. Das waren halt so drei Parkplätze vor dem Haus. Wo zwei. Man hätte drei draus machen können. Das waren regelmäßig auch drei. Zwei. Wenn der eine nicht so scheiße geparkt hat, dann konnte man drei draus machen. Zweieinhalb, okay. Gut, ich kann auch noch Mini auf den Kopf stellen, dann passt da noch einer hin. Meine Güte. Jedenfalls hat er eine Tuse geparkt, sodass sie nicht auf unseren Parkplatz raufgekommen ist. Sie, schon voll aggro, sofort 110, gib ihm. Ich rufe nie bei der 110 an, ich rufe immer bei der Dienststellennummer an. Dann hast du halt bei der Dienststellennummer angerufen. Ja, das ist wichtig. Ich mache keinen Missbrauch von Notruf, nur weil jemand auf meinem Parkplatz den zuparkt. Würde ich niemals machen. Auf jeden Fall hast du erstmal, warte, du hast hier, wie heißt das bei euch im RP? Welche Nummer? Hey, 911 oder was? Bist du bescheuert? Nein. Die 999. Ihr habt doch immer so Codes. Hä? Falschparker. Was? Wir haben keinen Falschparker-Code. Bist du besoffen? Dann 463, so. 1073. Das war doch nur zwei Joints. Oh, Junge, jedenfalls stand die übelst scheiße da, sie konnte nicht einparken, hat erstmal direkt sofort die Dienststelle angerufen. Und man muss aber sagen, der Grund, warum ich mich so hart abgefuckt habe, ne? Nein, du vergisst die wichtigen Dinge, warum ich mich aufgeregt habe. In dieser Straße hat jeder kreuz und quer geparkt und es gab keine Parkplätze und dann parkt die meinen freien Parkplatz zu, dass ich mein Auto nicht abstellen kann. Ich hätte nach Timbuktu fahren müssen, um mein Auto abzustellen. Und dann wäre es auch noch im Halteverbot gestanden. Jedenfalls. Ja. Jedenfalls. Jetzt kommen mal die Pötte. Ja, du unterbrichst mich. Ich schieb dich gleich weg. Das war ein Privatparkplatz. Für den haben wir monatlich bezahlt. Ja. Und unser Parkplatz. Er hat zur Wohnung gehört. Ja. Jedenfalls kam dann die gute Dame wieder. Und Angie schiebt ihre Karre so, dass sie nicht ausparken kann. Ja. Mit quietschenden Reifen, Rückwärtsgang, das kracht. Habe ich die aber erstmal richtig zur Sau gemacht und hat sie gefragt, was sie glaubt, wer sie ist. Hat richtig rumgebrüllt, ein Theater gemacht. Als zu Recht. Weiß nicht, das gleicht wie Romeo und Julia auf der Straße. Ja, zu Recht. Es ging um meinen Parkplatz. Dann wollte sie wegfahren im Auto. Angie wieder direkt ersten Gang nach vorne ja, gefahren. Ja, was ist denn mit der? Wenn die mich belästigt, dann belästige ich sie auch. Und hat die nicht rausgelassen. Es gab ein hallo, Krakenpups, hallo. Übelstes Theater. Ja. Und dann hat sie es aber trotzdem irgendwie geschafft, bei dir rauszufahren, weil du dann irgendwann nachgiebig warst. Guck mal, Lola lobt mich. Ja. Die hätte mich wegen Nötigung anzeigen können. Ups. Ja, mindestens. Mindestens. Mindestens wegen Nötigung. Aber ich glaube, so wie ich das Herz gemacht habe, hat die gehofft, dass sie Land gewinnt. Ja. Mhm. Legt euch nicht mit dem Kampfzwerg an. Nee, also mit Angie würde ich mich nicht anlegen. Ich stand da, hab mir das alles nur angeguckt, denk mir so, lass sie doch rausfahren. Nö. Fahr an deinen Parkplatz. Guck, Batschi versteht's auch. Die stand auf meinem Parkplatz. Die versteht das Problem. Du bist der Einzige, der es nicht versteht. Ja, ist so. Ja, mach doch einfach entspannt. Nee. Du kriegst mit 30 graue Haare sonst. Nee. Ich sehe schon einen. Nee, ich habe keine grauen Haare. Nicht so wie du. Ja. Ja. Ich arbeite auch viel. Ja. Ich habe aus der Feuerlöscher gebraucht. Wenn Chris mich weiter provoziert und komische Geschichten über mich erzählt, ja. Das ist keine komische, das ist eine true fucking story, wie sie fucking Nötigung. Das ist halt ein direkt. Mann, der hätte das anders gelöst. Der hätte ihr schöne Augen gemacht und danach, als sie weggefahren wäre, hätte er gesagt, du Fotze. Eben nicht. Hätte er einfach gesagt, komm, fahr raus und ich park rein und fertig. Nee, dann ich stand ja schon 10 Minuten und habe auf die Nuss gewartet. Ja, du hast auf die Cops gewartet. Nee. Ich habe erst noch 5 Minuten gewartet, ob die dumme Nuss irgendwann wieder herkommt und ihr scheiß Auto wegparkt. Und daraufhin habe ich dann bei der Polizei angerufen, damit die deren Strafzettel schreiben oder keine Ahnung was machen. Guck, versteht das auch mit dem Parkplatz. Wenn ich da monatlich Geld dafür bezahle, dann möchte ich auch, dass der frei ist.
bin einfach zu gutherzig. Nee, du kommst aus Berlin, da ist eine ganz andere Mentalität. Aber wenn ich einen Cent für irgendwas ausgebe, dann ist das meins. Wenn ich so reagiert hätte, wo ich herkomme, ich bin geboren, Leute, Berlin Wedding. Ja, Berlin Wedding, das ist Ghetto. Bin danach gezogen nach Berlin-Neukölln. Ihr kennt die alle die Szenen aus der Rüttlich-Schule. Da bin ich groß geworden, Leinestraße, Hermannplatz. Das kennt keiner. Ja, safe, 100%. Nee. Die gucken alle Berlin Tag und Nacht. Bitte sag mir, dass ihr das nicht guckt. Bin aber auch maximal triggert, wenn mein Parkplatz, den ich bezahle, guck, Krakenpups ist auch auf meiner Seite. Geh doch einfach nach Hause. Er ist getriggert, er wird aber niemals direkt eine Frau fucking nötigen mit rückwärts vorwärts. Ja, als Mann würde ich auch keine Frau nötigen. Aber als kleiner Kampfzwerg, der ich bin, mache ich sowas. Du nötigst jeden, der nur die müssen mich nur schief angucken. Ein Zentimeter schiefe Nase hat. Ja. Was? Den Tonic, du hast die schiefe Nase, lass das! Ja, und jetzt? Wie gesagt, wenn ich so reagieren würde, wie ich in Berlin, wo ich gewohnt habe, hätte ich die Reifen zerstochen, die fucking Karre. Guck, wenn jemand auf unserem Parkplatz steht, wird direkt angerufen zum Abschleppen. Ich bin nicht die Einzige, die so reagiert. Aber komisch, fast nur Frauen, die so reagieren, so aggressiv, gell? Ja, aus Prinzip! Lass uns doch nicht unterdrücken! Ich werde hier unterdrückt. Merkt ihr das, Chef? Ja, und sonst so. Ja, nix und sonst so. Ja, okay. Kannst du mir jetzt eine Therapiekatze bringen zum Streicheln? Was, hier zwei? Ja, bring mir mit ein. Hast du schon eine bringen? Ja. Soll ich eine beschwören? Ja. Okay, er hat schon mal gar keinen Bock. Ach, jetzt weiß ich, was du mit Beschwören meinst. Wenn ich im RP keine Therapiekatze kriege, dann bin ich hier. Gerade weil ich aus Berlin bin, weiß ich, dass man Konflikte besser ruhig lösen soll. Ja, ich habe ja auch meine Faust nicht benutzt. Das war ja ruhig. So? Hättest du damals schon RP gespielt, hättest du deine Maurerfaust gegeben. Junge, Junge. Also, bitte, komm her. Hättest du die Scheibe eingeschlagen. Ich würde niemals jemanden schlagen. Mhm. Komm her. Hey, halt, hier. Niemals jemanden schlagen. Hi. Soll ich mal den Chat die blauen Flecke an meinem Bein zeigen? Hä? Wollen wir mal über meine blauen Flecke reden? Aber die kommen nicht von dir. Mein Schatz. Hm? Ja. Okay, das war jetzt ein bisschen eklig. Oh, Mausekind. Katze. Oh, jetzt aber. Jetzt fährt er die Krallen aus. Aua! Männer verstehen uns Frauen einfach nicht. Nee, ist echt so. Mausi, komm mal her. Komm, sei meine Therapiekatze. Ich streichel dich auch. Ali? Also, auch ein Tipp an euch alle, wenn ihr einen Nachbar habt, der euch auf den Sack geht und der steht auf dem Kanaldeckel. Was? Könnt ihr den sofort abschleppen lassen. Man darf Kanaldeckel nicht zuparken. Echt jetzt? Ja, wenn du auf dem Kanaldeckel stehst, kannst du sofort abschleppen lassen. What? Darfst nicht draufstehen. Das wissen die wenigsten. Übrigens. Was? Berlini? Wie gesagt, 25 Jahre Berlin aufwachsen. Erst, wie gesagt, Wedding, dann Neukölln-Kreuzberg. Ja. Hätte ich da jedes Problem aggressiv gelöst. Ich glaube, ich würde jetzt mit 26 Vorstrafen im Knast stehen. Hallo, Stinktonic. Na? Hast du Lust auf GTA-RP? Ja? Also gar nicht, ne? Macht nichts. Ja, vielleicht bei Kreuzberg, ja nie, ist klar. War gar nicht so unüblich. Echt nicht? Kreuzberg hast du, gut, also Schießereien hattest du nicht so viele. Aber das ist halt ziemlich. Nicht so viele, aber einmal am Tag geht schon. Da war aber viel mehr eher so Dönermesserattacken und sowas. Dönermesserattacken, was? Wo ich noch etwas jünger war. Ja, oh Gott, jetzt kommen da, die Geschichten von 1900. Da gab es noch nicht die Haarschneidemaschinen für den Dönerspieß. Ja. Da gab es noch. Die noch mit dem Samurai-Schwert. Da haben sie alle noch mit dem. Reinickendorf ist aber auch so schlimm. Das haben sie alle noch mit dem Dönermesser. Den, mit dem Samurai-Schwert. Genau. Mhm. Und wenn da halt ein bisschen Stress gab zwischen verschiedenen Dönerbuden, wurde dann halt. Haben ihre Samurai-Schwerter genommen und haben einen Fechtkampf ausgetragen. Du musst dir halt vorstellen, Kreuzberg, da stehen. Der Gerät wird nie müde. Da steht.
da stehen halt bestimmt 5 Dönerbuden im Umkreis von 200 Meter, wenn es reicht. Mhm. Ja, Döner macht schön, da muss man schon ausnutzen. So, und die Hälfte davon gehört alles irgendwelchen Familien, Clans oder sonst was, um halt Geldwäscherei zu betreiben. Also alle kriminell, sagst du? Nee. So gut wie. Genauso, es gibt auch, die Dönermafia. Es gibt auch nicht mehr diesen altmodischen Schutzgeld, wo halt ein Mafiose in ins Restaurant oder sowas läuft und sagt, ey, ich hätte jetzt Geld nur für 500 Mark, ey, sonst zünde ich deine Bude an. Nein. 500 Mark, ey. Guck dir einfach mal an. Sind wir jetzt hier bei der Mafia oder wie? Na klar. Bei den Lieferdiensten, die haben alle so das sind ziemlich... Die Puzzlechinos. Die ziemlich gleichen Verpackungen. Und das ist die neue Form des Schutzgeldes. Denen wird aufgezwungen, denen ihre Ware zu kaufen. Das sind alles legale Shops. Nice. Bin im Ghetto aufgewachsen, ich weiß nicht. Ja, du bist Mr. Puzzlechino. Puzzlechino. Er lacht mal. Ghetto Mafia. Richtiger Kreuzberg Don. Kreuzberg solltest du abends nicht unterwegs sein. Doch. Er lucht. Ja, solltest du. Also abends ist... Aber halt immer mit dem Dönerschwert in der Hand. Du musst halt die richtigen Leute kennen. No, Mann, ey. Oh, scheiße. Ja, hast du noch ein paar Ghetto-Geschichten? Will ich alles erzählen? Ja, doch. Nee. Warum nicht? Man muss so Geschichten über dich, muss man immer ein bisschen so im Background ja, haben. Ja, nicht über mich. Meine Geschichten muss ich in meinem Stream erzählen. Ja, dann geh doch. Und dann kommt Krankenpupsi her und kann sie hier verteilen. Der dealt mit Infos. Krieg immer deine Kontakte alle. Marzahn oder Reinigen darf nicht unterwegs sein, sofern man an seinem Leben hängt oder Drogen kaufen will. Oh, Marzahn ist eh irgendwie, ne? Ja, Marzahn ist abends anders als Kreuzberg. Kreuzberg ist Kiez, da herrschen, sag ich mal, noch gewisse Regeln, aber Marzahn, da laufen kranke Typen rum. Das ist. Da brauchst du auch das Dönerschwert. Nee, da brauchst du schon andere Sachen. Außer da die Pumpgun. So, aber ich kann euch eine Doku empfehlen, wo ich aufgewachsen bin. Die Doku heißt Alles Kacke hier. Kropiusstadt. Alles Kacke hier. So heißt wirklich die Doku. Alles Kacke hier. Ich sehe uns schon alle bei dir im Stream sitzen und zusammen die Doku gucken. Hätte ich echt Bock, mit Krakenpups die Doku zu gucken. Nur mit Krakenpups, die anderen dürfen nicht. Habt ihr gehört? Wir brauchen es nicht. Er ist aus Mitleid da. Muri, ey. Guck, du hast Galeiski Flip verletzt. Huhu, Tessa. Ich habe geguckt, es gab noch gestern 2 illegale Einreisen. Aber ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Das macht halt für deinen Job keinen Sinn. Nee, macht das auch nicht. Nee. Also ich muss warten, bis es halt ist legal ist. Ist okay, Freund von Honey, hast verkackt. Ich hab immer verkackt. Wieder eine Tiger-Doku, Alter. Nein. Habt ihr Panzer-Dokus geguckt? Ja, wir haben uns Panzer-Doku angeguckt. Ernsthaft? Ja. Jetzt wissen wir, dass es einen Tiger-Panzer gab, der 276 Schüsse ausgehalten und ist danach noch über 60 Kilometer gefahren und hat seine Mission zu Ende gebracht. Uffala. Richtige Maschine. Ja, Kruppstahl. Ja, wir hatten eine Ausbildung, wir hatten so eine Jugend... Panzerstadt. Wie hieß denn das? Jugendlichen- und Auszubildendenvertretung. Und dann hatten wir so einen Kurs quasi, so wie wir uns da verhalten sollen in dieser Position und so. Und da war einer dabei von den Teilnehmern, der hat bei irgendeiner Firma in Bayern, irgendwo bei München oder so gearbeitet, die heute noch Panzer herstellt. Am Anfang dachte ich, der macht Witze. Er ist mir erzählt so, ja, wir bauen Panzer. Ich so, haha, ja, cool. Und irgendwann kam raus, die bauen halt wirklich Panzer. Also übrigens Geschichten, ne? Also bei uns in der Oberschule wurden uns Verhaltenregeln sogar beigebracht in der Schule, wie wir uns verhalten, wie wir uns in der U-Bahn hinsetzen sollten, etc. pp., falls dann irgendwelche Leute kommen und einen an den Kragen wollen. Also da war wirklich einer von der Polizei da, in jedem Jahrgang und gab für jeden Jahrgang immer wieder einen Kurs, wie man sich verhalten soll in gewissen Situationen. Zum Beispiel, wenn man halt als Frau alleine reist, wo setzt du dich hin in der U-Bahn am besten? Gar nicht, du stellst dich an den Ausgang. So halt, sowas wird einem beigebracht in Berlin in der Schule, ne? Das ist halt so irgendwie schon traurig. Hattest du es hier in der Schule? Nee, aber uns wurde auch nicht gesagt, dass wir uns nicht hinsetzen sollen. Diese modalischen Sitzplatz, ob die es auch hinhalten.
gönn dir. Erste Klasse, Alter, setz dich hin. Ja, ist so. Nicht, dass es so endet wie bei der Sorkin. Man steht mitten im Bus und fliegt nach vorne, weil der Busfahrer bremst. Und dann stirbt man an einem Lachflash. Das wäre nicht schön. Der Panzerpose. Panzerpose. Kalle bricht weg, Kalle. Keine Selbstverteidigung in der Schule, auch Berliner Schule. Ich glaube, Selbstverteidigung hatten die bei uns angeboten, tatsächlich in der 6. oder 7. Klasse, so auf Freiwilligenbasis. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob das stattgefunden hat, weil sich so viele Leute dafür gemeldet hatten. Wir sind hier sehr behütet aufgewachsen. Ich hatte es leider ein bisschen da vorne anders. Ums Eck gab es mal einen Familienmord bei der Pizzeria, wo wir manchmal bestellen. Ein paar Schulstorys. Ja, ich weiß, ich bin in der 7. Klasse ausgestiegen. Da gab es noch so, da war noch, vielleicht kennt es einer oder andere von euch noch, die MP3-Player, die waren da gerade ganz in. Diese, MP3-Player. Ja, die etwas kleinen, länglichen. Und die mit dem LED-Screen, mit dem blauen LED-Screen, die waren die übelst geilen. Ach du Scheiße. Das war so diese iPod-Ära. Aber oder? Das war auch noch lange vor dem iPod, oder? Ja, iPod war so das Topmodell, so die allerersten iPods kamen da raus. Oh, ich hatte den iPod Touch. Und, die mit dem Drehding. Ja, Nano und so. Ja, und davor die allerersten iPods. Ja. Ich weiß jetzt nicht gerade mal, wie die genau heißen. Also aber der halt ganz kleine hieß so Nano und so. Die allererste Generation. Ja. Und da bin ich halt ausgestiegen, war überpünktlich, war mal so ein vorbildlicher Schüler, war zwar schlecht in der Schule, aber ich war halt vorbildlich. Mhm. Und hatte schon einen MP3-Player. Hatte MP3-Player und ganze 5 Euro in der Brieftasche, ja. Hatte eine richtig coole K1X-Jacke an, aha, so ein Windbreaker. Gerade frisch gekauft. Aha. Dann bin ich die Treppe hoch und dann spüre ich auf einmal so eine Hand an meinen Hinterkopf. So, und dann standen da 12 Leute. Nationalität ist scheißegal, aber es hieß dann, ey, machst du eine Mucks, du hast Messer im Kopf, ich schwöre. So ging's los. Und dann... Ja. Wirklich, die ganzen Leute, das waren bestimmt 50 Leute, die dort ausgestiegen sind. Die haben alle geguckt, wussten, was abgeht, sind aber vorbeigelaufen. Nett. Und sind alle vorbeigelaufen dann hoch und ich stand dann quasi umringelt von die 12 netten Menschen. Mhm. Und die wollten dann halt meinen MP3-Player haben. Die wollten dann mein Pausenbrot. Meine 5 Euro haben sie auch noch. Ernsthaft? Ja, die haben meine Brieftasche genommen aus meiner Hosentasche. Hat meine Brieftasche aufgemacht und haben mir die 5 Euro rausgenommen. Da wird Kinder beklaut, ne? Und dann hat er meinen Ausweis rausgeholt. Und dann war der so doof, der hat dann seine Kapuze gelüftet vor mir, hat mich angeguckt und hat gesagt, merk dir mein Gesicht. Ich weiß, wo du zur Schule gehst, holst du Polizei, du hast ein Messer im Kopf. Du hast gesagt, ich kenne jetzt deine hässliche Nase. So, nee, so ganz habe ich nicht gesagt. Hab einfach alles hergegeben, was ich hatte, was sie haben wollten. Danach haben sie mich ganz normal gehen lassen. Ich habe keine Schläge kassiert. Bin dann in die Klasse gegangen. Hab das einen Klassenkameraden erzählt, der ist Luis. Der hat bis 2005 damals in L.A. gewohnt. In L.A.? Ja, der hat da 5 Jahre gelebt mit den Bloods und Crips und so ein Kram. Der ist halt ein bisschen anders unterwegs gewesen, der Typ. Ich bin aufgewachsen in Wedding geboren, paar Jahre dort aufgewachsen, dann sind wir nach Neukölln gezogen. Ich weiß nicht, ob dein Freund aus L.A. gemeint ist. Ach so, nee. Ich weiß es nicht. Er kam ursprünglich aus Deutschland, wo genau, weiß ich nicht. Ist dann mit seinem Vater halt nach L.A. gezogen. Er ist halb Palästina, halb irgendwas gewesen. Richtig Multikulti. Ja, ist dann jedenfalls dann bei mir in der Klasse gewesen. Ist dann aufgrund, weil ich ihm erzählt habe, ey, ich wurde gerade übelst abgezogen. Und wir hatten noch einen Klassenkamerad Kevin, der ist zu spät gekommen. Oh, Kevin. Er ist dann hingelaufen zum U-Bahnhof. Und hat dann die Leute auseinandergenommen. Der hat den Kevin genommen, hat gesagt, ey, du kommst... Also, jetzt. Der war ganz anders drauf, der Luis. Die haben die zu zweit auseinandergenommen. Er alleine. What? Der war wirklich richtig, oh, richtig Maschine. Krank drauf, dieser Typ. Also wirklich, der konnte perfekt eigentlich alles und der wusste genau in jeder Situation, egal wie bremsig die war, wie er sich zu verhalten hatte. Jo. Und dann kam er halt wieder, hat gesagt, so, das waren halt nur nach seinen Worten, also nicht nach meinen, nach seinen Worten, das waren alles nur Hollywood-Türken, die hatten nichts drauf. Hat mir dann die 5 Euro und meinen MP3-Player wiedergegeben. Also er hat im Endeffekt die dann abgezogen. Weißt du, was geil gewesen wäre? Wenn er dir statt den 5 einfach so 50 gegeben hätte. Ja. Hier, Brudi, Schmerzensgeld. Oh, ich habe ja keine gepfeffert bekommen. Also wie gesagt, der Typ, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ruhigen Vortrag, genau, Gala, ruhigen Vortrag, du rockst das.
steht so während dem Vortrag und plötzlich so 10,99, ich muss ganz schnell los, Leute. Also ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Mein krasser Tipp. Der Luis, der war ganz anders unterwegs. Und dann, wie gesagt, war nur ein Schuljahr dort auf der Schule. Und dann später habe ich halt irgendwann erfahren, dass der halt im Knast saß. Also der hat auch abseits der Schule ganz andere Sachen gedreht und auch ganz andere Storys, die ich hier nicht erzählen kann. Weil die, ja, sehr, sehr grenzwertig sind. Maschallah. Aber zu mir war man ein recht korrekter Typ. Oh Mann, ey. Wer ist denn mit dem Talk? Mein Freund ist hier mit im Talk tatsächlich. Der erzählt hier gerade sein Best of Kindheit. Best of Berlin. Muss geil gewesen sein. Leute, es ist wahr, ich muss ihn knascht. Brudi muss los. Täschle ist gepackt, gell? Meinst du auch? Deins? Nee, deins ist nicht gepackt. Nee. Ich weiß, wo meine Mama meine Sachen gepackt hat und hat gesagt, du kommst jetzt ins Heim. Was? Ja, die Taschen waren wirklich gepackt, die standen da. Die stand an meinen Kleiderschrank, hat die ganzen Klamotten in die Tasche gepackt, hat gesagt, du kommst jetzt ins Heim, das war's jetzt. Und ich stand daneben, hab die Sachen wieder aus dem Rucksack genommen und hab geschrieben, nein, ich will nicht. Warst du so frech? Mhm. Ja, richtige Rotzlöffel. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich ein halb Waisenkind bin. Oder war? Richtiger Bingel. Naja. War nicht einfach. Erst allein anziehen und sowas. Liebe Horni, vielen Dank für deinen Sub im vierten Monat. Dankeschön. Hey, jo, danke, Alter. Oh, Bro, was ist los mit dir? Naja, man muss immer ein bisschen cringe sein. Der Karaf ist das. Na, Mr. Freund. Nun. Guten Abend, Mr. Freund. Ja. Wer sagt es? Nun. Nein? Nein? Ich muss mal WRP-Streams gucken. Mr. Leap hier. Sailor fühlt's auch. Bachi. Der Bachi. Bachi. Hat die auch immer das Täschle gepackt und hat gesagt, du gehst jetzt? Mama, hast du es bei mir auch gemacht? Nee, ne? Mutti, melde dich jetzt bitte zu Wort. Ich weiß, dass du hier bist. Du hast gerade eben noch geschrieben. Wir könnten deine Nudelgeschichte erzählen. Geschichte. Das ist aber fies. Da war ich, wie alt war ich da? 5? Nur keine Ahnung. Da war ich 5. Da kannte ich mich noch nicht. Da war ich 5. Eine Nudelgeschichte. Ja, ich mochte als Kind keine Nudeln vom Vortag essen. Die standen in der Küche. Meine Schwester und ich haben uns ein Zimmer geteilt. Die 3, ich 5. Ich natürlich die gute Schwester. Die, wie soll ich sagen? Die ausführende Kraft. War der Kopf und sie war die Maschine. Ich bin doch keine Maschine. Doch, Cheesy ist unsere Maschine. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, guck mal, hier in der Küche, da stehen die Nudeln, hol die mal bitte. Das ist eigentlich voll dumm. Und dann haben wir mit diesen Nudeln, sind wir auf dieses Hochbett gegangen und unten vor diesem Bett war so eine kleine Minimatratze. Und ich sage zu meiner Schwester so, und jetzt schippst du sie da einfach runter. Und sie leert diese komplette Nudelschüssel da aus. Die ganzen Nudeln im Zimmer verteilt und Klein Angie war glücklich. Ja, heute gibt es keine aufgewärmten Nudeln vom Vortag. Es müssen frische gekocht werden. Wie kann man so sein? Mit 5? War schon 5, ein Teufel. Ja, aber warum? Aber Mutter hat gesagt, du hattest eine Watte gehütete Kindheit. Ja, wir haben auch immer ein Arte-Tech-Riesenbild zu Hause gemacht mit allem, was rumgefahren ist. Und einmal haben wir Wolle genommen und haben das in der kompletten Bude rumgespannt, das Zeug. Ein großes Spinnennetz war das dann. Ich glaube, Mama hat gekotzt. Backenkups kennt auch meine Geschichte, wo das BMX-Rad von mir bestimmt 4-mal geklaut wurde. Was? Ja, in der Schule, in der Grundschule. Oh, guck mal. Ehrenmudi. Ey, yo. Ey, yo. Einen fetten Prime reingehasselt. Was? Reingehasselt. Ha, ja. Danke, Mudi, danke. Und du schon seit 4 Monaten, ey. Mudi, ist schon krass, ich sag's dir. 3. Nee, 4. Wir sind ja kein 3. So nicht, junge Mann, so nicht. Guck mal, du hast 1, 2, 3 Zuschauer. 1, 2, 3. Guck vorbei. Ja, oder die Story von der Klassenkameradin in den Rucksack geschissen wurde. Was? Ja. Was?
Der wurde in den Rucksack geschissen. Das war in der Grundschule. Was ist denn mit euch? Willst du dir einen Stuhl holen, dich einfach daneben setzen? Ich merke schon, wir haben Redebedarf heute. Janik ist auch schon wieder am Start. Was? Erzähl dir. So, da ist er dabei. Ist er dabei, das ist prima. Oh, erzähl uns. In der Grundschule dann in Wedding war das. Ich kann sogar den Namen sagen, weil es so lange her ist. Es war die Heinrich-Seidel-Grundschule. Heinrich-Seidel-Grundschule in Wedding. Und da hatten wir draußen in den Fluren so Garderoben, wo du deine Jacken aufhängen konntest. Mhm. Und da waren noch so Türen davor, so Schiebetüren. Kann man sich vorstellen, wie so ein riesengroßer Packschrank, 10 Meter lang. Mhm. Und so ein bisschen wie so in Amerika, nur dass halt alles offen war. Und dann konnten die ganzen kleinen Bengel und Scheiße reinstellen. Genau. Mhm. Und wir hatten dann halt so gewisse Personen, jemand faul, den Rucksack mit in die Hofpause zu nehmen. Und die haben dann gedacht, sie wären schlau, indem sie ihren Rucksack, das war noch damals, gab es nicht diese coolen Eastpak-Taschen. Mhm. Sondern diese großen... Den Scout-Rucksack, den Klotz. Den großen Klotz, den viereckigen, mhm, von For You meistens. Ah, ja. Ne? Nicht mehr dieser feste, sondern schon der aus Stoff und so, den du so knautschen konntest. Nee, der war fest. Ah, okay. Da gab es sogar noch eine Story, da habe ich jemanden mit meinen Schulranzen den Finger gebrochen. Ein Radfahrer, ja. Ja. Das nicht mehr alle. Das war außersehen. Jedenfalls. Jedenfalls. Die stellt ihren Rucksack in die Garderobe. Die alle gehen runter. Und dann hatten wir, glaub, Deutschunterricht danach. Die packt den Ranzen auf den Tisch. Macht die beiden Schnallen auf. Schmeißt das Ding hoch und hörst nur ganz laut schreien. Jemand hat mir in meine Tasche gekackt. Und da war dann richtig viel Klopapier und richtiger Scheißhaufen im Rucksack drin. Warum machen wir sowas? Ich weiß es nicht. Ich kann mir auch nicht vor... Also es muss auf jeden Fall... Also es muss mit Absicht passiert sein. Weil die, ansonsten kommt sowas nicht in die Tasche. Die Toiletten waren auf jeder Etage und von dem Standpunkt, wo sie ihren Rucksack reingestellt hat, waren die Toiletten maximal 50 Meter weg. War sie sehr beliebt? Ja. Ich kann. Hast du den Kacken nicht in den Rucksack? Nee, eher nicht. Das passiert eher selten. Na, wenn ich könnte es vielleicht verstehen, wenn die ganzen Klos abgeschlossen wären und alles. Selbst dann kacke ich doch niemanden in den Rucksack. Ich kacke lieber jemanden in den Rucksack, als mir in die Hose. Verstehst du den Struggle? Also ich würde mir jedenfalls nicht in die Hose scheißen, ich würde auch lieber woanders hinkacken. Jedenfalls wurde ihr in den Rucksack geschissen. Bah! Einfach aushalten. Das ist Grundschule. Ich weiß nicht, ob es da so, schon so viele gab, die aushalten konnten oder Bock hatten dazu. Worüber reden wir hier eigentlich? Über crazy Dinge. Puse würde bestimmt sogar einen Rucksack aus dem dritten Stock werfen. Nee, das war deine Story, Krake. Die Story kam von Krake. Bei ihm hat irgendeiner einen Rucksack auf der Fensterbank liegen lassen und irgendeiner hat ihn einfach aus dem dritten Stock runtergepfeffert. Was man so macht, ne? Einfach mal rausgejallert. Auch mit dem Zeug. Einfach mal weggejallert, das Ding. Ja. Oh Mann, ey. So wurde der netten Schülerin in den Rucksack geschissen. Stabil, ne? Ja. Läuft so rückwärts bergab. War auf jeden Fall ein beschissener Tag für sie. Der war nicht schlecht. Der kam einen leichten Winkel. Ja. Aber der hatte Bullet Drop. So Storytime zum Einschlafen. Es stimmt tatsächlich, ja. Ein oder andere Mal passiert. Ja. Wow. Ich hab zu viele Memes im Kopf. Ich merk schon. Du siehst gerade so eine klatschende Krake vor dir, oder? Ja. Die mit allen Tentakeln gleichzeitig klatscht. Ich hab vorhin ein T-Shirt gesehen mit einer Krake, die hatte 8 Biere in der Hand und da war irgendein cooler Spruch dahinter. Einfach ganz entspannt 8 reinzwirbeln oder sowas. Irgendwie so, also war ein cooler Spruch, da muss ich sofort an Krakenpups denken.
Eigentlich wollte ich heute, ich hatte heute mal echt pünktlich Feierabend, ich wollte eigentlich heute meine Kanalpunkte einrichten, damit der Kartenpups seine Sounds abspielen kann. Dein Hello there und Why are you running? Okay. Halt so Meme-Sounds halt. Mhm. Da muss ich erst jede Menge Google-Recherche tätigen, wie ich das mal anstelle. Ich bin halt kompletter Twitch-Noob. Ja. Du auch? Ja. Sogar jemanden, der mir meine VODs auf YouTube hochlädt. Yo, Dekadente. Das liegt auch eher daran, dass ich es vergessen würde. Einmal die Woche denke ich so, ah, warte, da war ja was. Und dann gucke ich so, oh, ist ja schon. Und bin ja da. Jetzt hab ich. Oh. Wachi! Was ist los? Er hat den Rucksack aufgemacht und hat auch kurz gedacht. Wir hatten den Rucksack gekackt. Hi. Ach komm jetzt. Genug Kackgeschichten. Ich kann noch eine Geschichte erzählen, wie ich ins Hertha-Haus eingebrochen bin. Wo bist du eingebrochen? Ins Hertha-Haus. Was ist das? Am Gesundbrunnen-Center, da gibt es ein, weiß nicht, ob die Ruine noch steht, da war halt das alte Hertha BSC-Vereinshaus. Mhm. Das sind als kleine Kids sind wir halt da eingebrochen. Und die hat eine Kegelbahn unten, haben wir mal Kegeln gespielt. Mhm. Ich würde jetzt immer dreimal in meinen Rucksack kommen. War auch eklig. Hat auch gestunken ein bisschen. Bisschen. Ja. Aber nicht ist schlimmer, als wenn man die Kakao- und Milchflaschen über die Sommerferien da stehen gelassen hat. Gab's hier bei euch auch? Man konnte sich immer eintragen, ob man eine Flasche Kakao oder Milch am Schultag haben möchte. Was? Ja, da gab's immer einen Kasten, hat man da immer so komplett. Ab jetzt? Ja! Jetzt gab's gar nichts, dann hab ich einen Hintergrund. Ah ja, Berlin, da musst du deine Schüler bei Laune halten, ansonsten zerlegen dir die halt alles, ne? Nächste. Da gab's ein bisschen Milch. Ist selbst er ist in den Hertha-Haus schon eingegangen, oder sie? Jeder mal reingedrungen, alles gut. Oh Gott, ey. Da war jeder schon drin. Mach ich jetzt auch mit der Milch? Was gab's das nicht? Ja. Du hast aber uns nicht geschenkt bekommen. Halt Schwarmland, ihr seid halt Geizhalse. Ja. Ekelhaft. Ja, deswegen bestehen wir auch auf unsere Parkplätze. Ja. Verteidigen wir mit unserem Leben. Würde ich nie machen. Niemals. Niemals. Klar. Wir haben alle drin und haben die ganzen Schuldscheine gesehen. In dem Häusle. In der Butze. Oh Gott. Oh. Ach, ich soll jetzt den Chat unterhalten. Wo gehst du hin? Machst jetzt eine 10:30? 10:26 mit meinem Kühlschrank. 10:26 mit deinem Kühlschrank, alles klar. Ich Union-Fan? Nee. Nee, ich bin nicht so richtiger Fußball-Fan. Kannst die Berlin-Stories fühlen, dann fühlst du auch bestimmt die Story, dass jeder, der in Berlin halt mal irgendwie Urlaub gemacht hat oder auf Klassenfahrt war, dass sie alle ins Kuhdorf wollten. Und wir Berliner das einfach nicht verstehen konnten, warum diese Leute alle ins verkackte Kuhdorf wollten. Kann ich bis heute nicht verstehen. Ich meine, Kuhdorf gibt's glaube ich nicht mehr, ne? Weiß ich nicht, also ich guck kein Berlin Tag und Nacht. Hast du mir das mal erzählt, oder war es deine Schwester? Dass der Club so plötzlich voll angesagt war, dabei war das eigentlich so voll der Kack? Der war immer bei Touris angesagt und bei kleinen Kindern. Ja, das Ding ist da, ne? Du konntest da halt als Kiddie rein, hast einen Stempel gekriegt, damit die ganzen Leute wussten, dass du keinen Alkohol kriegst und so ein Kram. Mhm. Der war auch aber nicht ab, weil auch nicht abwaschbar. Und da haben die halt immer versucht, sich dann irgendwie danach auf Klo zu verstecken und dann irgendwie mit Brennspiritus den abzuwaschen oder so ein Kram. Und dann ab Uhrzeit XY sind dann halt die Erwachsenen reingekommen. Aber pff.
Ich war da halt zweimal drinne. Und das war halt während der Bundeswehrzeit und das halt immer nur mittwochs, weil das Bier da zum halben Preis gab. Und du sagst, wir Schwaben wären geizig. Hallo, ich hab Wehrsold von 302 Euro im Monat bekommen. Okay. Das ist nichts. Und ich als guter Junge habe dann gesagt, ich kaufe meinen Eltern eine Wii. Die war damals übelst angesagt. So, wer soll weg? Ende. Ja. Ich bin richtig alt, wenn ich so diese scheiß Geschichten erzähle. In allem? Ich bin vor Mauerfall geboren. Ich bin wirklich alt. Kleinste Brauerei, what? Berlin hatte damals über 500 Brauereien. Da gibt's eine Karte von. Mhm. Weil das Bier damals hatte nicht die Zusätze, wie das heute hat, mhm, und war dementsprechend nicht lange haltbar. Okay. Also mussten sie quasi an jeder Ecke frisch brauen, damit das Bier gut genießbar war. Und heute war's an der Spitze. Nice! So, jeder hat so seine Storys, wo er sich zurück in die Kindheit gesetzt gefühlt? Ja, irgendwie so. Deine Sprache ist genauso beschissen wie meine Sprache. Ich schwör, Alter. Steh am Start. Ein Schlösschen. Schlösschen. Köpenicker Schloss. Köpenick war ich nicht so viel unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen. Mutti wieder mit ihrer Holocaust. Ein Schlösschen. Ja, das schicke Weiße. Ja, ja. Ja, Mutti hat 11 vergessen beim Schlösschen. Ja, jetzt. Die Mutti wieder. Hallo Universe, Hallöchen. Na? Wurde in letzter Zeit ganz, ganz oft nach deinen schönen Bildern gefragt. Das kommt hier gleich. Was ist das? Ein Polizist? Ein Bauarbeiter? Feuerwehrmann? Feuerwehr? Lot, oder? Echt? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. YMCA! Ich bin scheiß vergessen. Ich habe heute wieder neben dem Flughafen gearbeitet. Ein Biker, ja. Und? Ist ja heute Morgen die DHL-Maschine auf? Die so direkt über unserem Kopf sehr, sehr nah geflogen ist. Ja. Die war sehr, sehr tief für mich. Und ich habe heute wieder die Europapark-Maschine gesehen. Oh, Robby. Mit Ed Mozo. Mhm. Ed und Edda. Heißt die Edda? Das ist mal wieder in Robby-Park. Volantica. Ja, Mann, wir machen einen Ausflug mit deinem Chat. Alle 681 Subscriber, komm mit. Wir nehmen Rolantica ein. Ruf, Alter, wir zerlegen den Park. Geh gleich mal. Dresden bringen die Flugzeuge auch immer knapp über der Autobahn. Naja, ganz auch so. Liegen auch immer ganz knapp hier bei uns über die Häuser drüber. Wenn sie wieder Bock haben. Ladet ihr ein. Oh. Klar, Chris, lad mal ein. Wie viel kostet Eintritt pro Person? 40, 50 Euro? Ja, ich muss mal mit Herrn Mack reden, ob es da irgendwie so einen Rabatt gibt, so Influencer-Rabatt. Was für Influencer? Keine Ahnung. Ab 120 Zuschauer kann man doch mal einen Rabattcode springen lassen, Influencer. Oder? Influencer. Den dann müssen wir noch ein paar Jahre sparen, gell? Dann können wir das machen. Solange das nicht wieder Chat und die Beerdigung ist, nee. Boah, ey. War das am Dienstag? Was diesen Dienstag war letzte Woche? Ich weiß es nicht. Gab's im RP gab's eine Beerdigung. Oh. Dann sind die vom. Die haben jetzt ein Militärbespiel vom Support aus. Dann sind mit Kampfjets rumgeflogen. War so voll die Spiralen und Spirenzien. Und dann standen wir so in zwei Reihen vorne, alle nebeneinander. Und direkt vor uns war halt eins von diesen Militärautos. Und dann kommt ein Kampfjet sehr, sehr tief runter und ditcht auf diesem Auto auf und zieht wieder hoch. Der hat mal kurz angeklopft. Mhm. Der hat richtig angeklopft. Aber weißt du, was ich fühlen würde? Klemmbausteine streamen. Mach doch.
Kommt was an oder ist es nur so ein Hältersteine-Ding? Weiß ich nicht. Ich guck mal, wer da ist. Also ich guck mal sowas nicht an, aber ich finde das auch nicht so spannend. Nee? Ich finde es auch nicht spannend, wenn du das hier auf dem Tisch machst. Da denke ich nur so. Und Studentensauerei wegmachen. Okay. Dann mach doch einfach, was hier Spaß macht. Ich meine, so guckt auch nur Krakenpups zu. Hast du selber gerade gesagt. Dieses was ist los mit euch? Mach Schloss. Ja, das Ding bei Chris ist, der denkt immer, er redet Schwäbisch, wenn er überall schmacht. Sch oder le. Schle. Spätzle. Spätzle. Herrgott, Bescheißerle, ich schwör's dir. Heilandsack. Heilandsäckle. Scheiß Grasdackel. Zwischen Grasdackel. Yeah. Oh. Das Ding ist, wenn ich in Berlin bin, dann ist wieder Berlin nicht bei mir. Ich weiß, ist ganz schlimm. Das ist wie so ein Schalter. Das ist wie ein Schalter, ich kann es nicht ändern. Zack. Das ist so berlinerisch, möchte gern Schwäbisch. Ja. Aber es ist ja alle Mänestadt, weißt du? Weißt du? Mhm. Ich bin Berliner, wer was sagt, den schlage ich nieder. Alter. Fatzke. Fatzidi. Das ist immer noch so beeindruckend wie letztes Mal. Knirps. Mich gar nicht. Ich bin Knirps. Ein Knirps. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich bin da mal überlegen, was ich noch so droppen könnte, ohne alles immer zu erzählen. Weißt du, man muss immer so Stück für Stück droppen, damit alle ein bisschen entertained sind. Union Ultra Cup. Ansonsten kannst du ja bei dir im Stream noch weiter entertainen. Nein. Nein. Ich muss erstmal alles richtig einstellen und ja. Co. Das Mikro hört sich richtig scheiße an. Kanalpunkte machen. Dies, das, Ananas. Also meins hört sich auch scheiße an, aber dann ist das nochmal. Ja, Mikro habe ich ja gutes da. Ich brauche jetzt nur noch dieses eine Verstärker-Ding. Ja. Wie sagen die Kids heutzutage auf der Straße? Ich bin jung und hungrig. Was? Keine Ahnung. Das hab ich noch nie gehört. Früher hat Echo Fresh gesagt, ich bin jung und brauche das Geld. Jetzt ist man irgendwie so, ich bin jung und hungrig, Kappa. Man könnte echt nur Streams aus einem Atomschutzbunker. Das ist echt so schlecht? Hm. Echt jetzt? Und keiner sagt was? Das erfahre ich jetzt erst. Du hast nicht gefragt. Ach so, okay. Aber Yannick hilft dir bestimmt gerne beim Einstellen. Der hat dieses Mikro schon mal eingestellt. Jetzt kommt nur so ein Mittelfinger gleich. Ich muss los. Ich akzeptiere es einfach. Richtiger Ehrenbruder. Ja, Krake ist anderes Level von Ehre. Scheiß Qualität ist mir egal. Egal. Mietefinger? Mietelfinger. Mietelfinger. Hallo Bali. Hallo. Hallo Püppchen. Das kitzelt. Von Karpfen. Hi. Richtiger Karpfen. Hallo Zuckerpüppchen, hä? Huh? What's poppin? What's poppin? Ich weiß ja nicht, wa? Also ich gehe jetzt rüber, ich google jetzt mal ein bisschen mit den Kanalpunkten Scheiß und sowas. Du kannst jetzt deinen Chat entertainen und sowas. Ich spiel jetzt RP, Brudi. Du spielst jetzt RP? Ja. Kannst du sowas? Nee. Mach's trotzdem. Ist mir egal. Egal. Oh Mann, Katze. Das ist Wissen, hä? Ich hoffe, ich konnte mit meinen kleinen Geschichten ein bisschen was zu deinen Wohltun deines Chats. Du hast mich voll bloßgestellt. Ich hab dich nicht bloßgestellt. Ja. Die wissen jetzt alle, dass sie sich nicht mit dir nicht anlegen sollten. Ich hab mich bloßgestellt. Guck mal, wie gesagt, du hast mich bloßgestellt. Guck. Wegen Handy ist kein anderer mehr im PD. Ist so. Oh ja, Excel. Stimmt auch zu. War ein bisschen leise, aber sie stimmt zu. Lässt sich erschießen und steht wieder auf. Teleperde. Kann ich mir vorstellen, auch im Real Life. Ist. Unkraut vergeht nicht. Verschmutzt. Okay, Hexe.
Ich glaube, sie will gestreichelt werden. Also wer so laut ist. Da muss noch eine dritte Katze holen, Chat. Nee, hat sich erschießen lassen. Ja, ich hatte letztens einen Bug. Oh, was ist denn hier los? Und ist ein Homeland für Fortbildung voll gut. Hallo Mäuschen. Kann man Ihnen helfen? Jetzt. Ja, und da hättest du mal nochmal den Chat. Ja, ich möchte gerne spielen. Ach, du möchtest spielen? Ja. Deswegen bin ich hier schon seit einer Stunde. Echt? 55 Minuten, ja. Ja, wir sollen uns eine richtig laute Katze holen. Sonst war auch sehr laut. Die war anders laut, ja. Die war wirklich anders laut. Ja, Chris, damit ich noch mehr Katzen bei WoW nicht spüren. Machen wir Storytime. Storytime gibt's jetzt beim Chris. Machen wir beim nächsten Mal. Ich schwöre auf Berliner Indianer-Ehrenwort, ey. Geht noch lauter als Bali. Bali ist doch... Bali ist leider. Ich werde einmal am Tag, wenn's hochkommt. Digga ist laut. Ja. Ich hab schon verdächtig leise. Da ist nicht mehr Zeit drin. Ja. Also ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte meine Therapiestunde bei Ihnen genießen. Jetzt musst doch du jetzt noch, dass du sie genießen konntest. Eine Eigentherapie, wenn ich das erzähle, damit der Last von meinem Herzen runterrutscht. Von meinen schlimmen Taten, die ich halt erledigt habe. Wir haben mich als Brandenburger fronten wollte, obwohl ich Sachse bin. Ja, läuft. Er läuft. Ja, er hat gesagt, er ist nicht weit weg von Potsdam, glaube ich, war das. Oder irgendwas hatten wir da gehabt und er hat gesagt, er hat es da nicht weit. Oder 50 Minuten, 50 Kilometer, irgendwas war da, ich weiß es nicht mehr genau. Du bist voll rein drauf. Naja. Naja. Jeder Berliner weiß, dass Brandenburger andere Liga von Menschen sind. Muss man im Ordner. Hey. Jetzt nicht mehr. Ja, sieht doch. Ja. Geil, Steuer. Lässt mal mit Schmusen. Ah, ja. Ach Gott, ey. Oh, Steuern. Ich hab die Lohnzettel bekommen. Ich zahle wieder eine andere Liga von Steuern, ey. Vielleicht durchschlauen, ey. Unser Beileid. So, jetzt war mein Headset die ganze Zeit an. Hat Strom gefressen. Ich erst mal einen Akku wechseln, weil ansonsten piept er gleich. Und sagt, hallo, ich bin Lea, hallo, tausch mich aus. Wer mal vom Teufel spricht, ne, jetzt kommt die andere Katze. Oh, du meine Güte. So, ich bin immer weg. Ja, tschüss. Ja, okay, ich zieh aus. Ich seh dich doch nochmal wieder. So wie das letzte Mal. Hä? Ich kann bin ruhig... voll im P. Ich bin gerade geschlafen. Ja, was soll ich denn machen? Du wirst es merken, falls du jemals einen Einreisetermin kriegst. Da ist nichts mehr mit, ja, ich gehe jetzt pünktlich ins Bett. Es kommt immer anders, als du möchtest. Du musst 2 Stunden vorher schon planen, dass du jetzt langsam gehst. Du kommst nicht raus. Das ist ein really Problem. Wenn ich meine Dönerbude zumachen möchte... Du hast nicht meine Dönerbude. Du brauchst erst mal einen Termin, Junge. Dann mach ich eine Currywurstbude auf. Ich gebe dir gleich Currywurst. Wir haben uns übrigens eine Doku angeguckt über Mustafas Füßekebab. Ich weiß. Nein. Bei deinem Stream, mein Handy möchte deinen Stream nicht sehen. Ich höre jedes Mal, wenn ich deinen Stream anmache, dann kommt so 2 Sekunden Robo-Sounds und danach höre ich nichts mehr. Ich schwöre wirklich. Okay. Ja, tschüss. Tschüss, Chef. War sehr nett mit dir. Ich habe alles in Doku gesehen, ach du Scheiße. Oh, ich krieg den Mike nicht am Handy. Ja, mein PC wollte seine Streams auch eine Zeit lang überhaupt nicht laden. Da kam immer nur Werbung und dann schwarzer Bildschirm. Dann hast du refreshed, Werbung, schwarzer Bildschirm. Was anderes gab's einfach nie. So. Wo ist denn jetzt mein Handy? Da ist mein Handy. Da.
Wenn ich den aufräumen. Mein Mikro richtig hinmachen. Ach Gott. Fresh Death Going, I wish. Fresh Deck voll mit. Nee, Fresh Desk voll mit Brause jetzt. Reden ist nicht so einfach. Okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das lege ich das hin. Das lege ich hier hin. Juri. Kann ich euch hier schon mal die Szene wechseln? In der Hoffnung, dass er realisiert, dass da was passiert. Was aktuell nicht den Anschein macht. Aber mit mir kann man es ja machen. Hä? Jetzt. Huch. Hat die gesoffen? Oh, eine Viertelstunde ins Bewerbungsgespräch. Ach, scheiß drauf. Hoppa, hoppa. Bleibt doch stehen, alle. So. Aber schnell, ne? Dass mich jetzt so lange voll belabert, wir fast den Walter machen und Termine verpassen. Und der Bachia-Auto steht schon wieder da. So eine. Gammelt die Hedwig zu Hause rum, oder was? Immer noch? Warst du heute noch nicht unterwegs, oder wie? Alles klar. Ach ja, es wäre voll schön, wenn die Autos einfach mal da stehen bleiben, wo sie auch stehen sollten, ne? Und nicht die ganze Zeit mit Laternen oder sonst irgendwas anfangen zu schmusen. Wolfi, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. So. Ich fahre jetzt heute mal nicht zu früh ab. Kein Bock mehr durch die Gegend zu gurken. Das ist die Ausfahrt. Ich erschrecke mich jedes Mal wegen diesem Typen, der da rumhängt, ne? Jedes Mal. Bewerber einladen war übrigens so semi-erfolgreich. Einer hat sich zurückgemeldet, der andere hat ein bisschen eine komische Antwort gegeben. Also ein bisschen komisch ist auch nett ausgedrückt. Ich habe so Angst, hier reinzuparken. Das spawnt bestimmt gleich wie ein Auto. Nee, wird's nicht. Hätte ich jetzt tatsächlich sehr mit gerechnet. So. Beschlossen. Das ist ein bisschen grüner. Deswegen ist sie in den ersten Tagen auch immer wieder abgehauen. Ja, Ich kenne das ja mit den abhauenden Autos, die dauerhaft die Flucht ergreifen.
Weil sie es scheinbar können. Meteor Street ist ganz schlimm. Das ist halt echt so, ne? Aber seit Vespucci, hi! Seit Vespucci bleibt mein Auto eigentlich wieder da, wo es hinstellt. Oh Gott. Wieder in den... Was? In den... Hä? So, 3. Ach so, in den Lurk jetzt. Alles klar, mach das. Da-da-da. Und die Etage 5 besiedelt. Ich habe letztens heute noch einen Ohrring gehabt. Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Also wirklich sehr. So, einstempeln. Erstmal die wichtigen Dinge im Leben. So. Christa. Das hier. Das da. Mal anschalten. Equipment. So. Funkcheck. Check. Okay. So, was gibt's zu tun? Man weiß es nicht. Im Dienst. Wo sind die alle jetzt? Ja. Oh, das ist bestimmt eine schöne Streife. So. Tut mir leid, ey. Sus. Die 62 von SD34 kommen. Ja, 62 ruft sie gerade zurück an, komm. SD34 Ende. Hat er die Dings eingetragen? Ach, nee. Ortskunde, ja. Eine kurze Information im Funk. Frau Sorkin ist nun unsere Brandschutzbeauftragtin. Alle Fragen bezüglich Feuer an Frau Sorkin. So, sie ist jetzt Brandschutzbeauftragte. Herzlichen Glückwunsch. Little Italy. Streife 2 aktiv, West LS. Check. Da haben sie meinen Kutschmarker hingeschmissen. Leben mit Katzen ist toll, Leute. Alle Fragen an Feuer. Wie kann man Feuer in Berlin liegen? Freuen Sie sich an Weiße Kanzler. Bei B4 aktiv mit LS. Check. Ali, kommt, was ist? Streife 3, 1020, Tunnel unter Pforzheim-Kode, Verkehrsabsicherung. 1, 8, 5. Ja, check. Befindet sich gerade jemand in Innendienst und kann kurz die Leitstelle übernehmen? Komm.
Ja, somit die 69 übernimmt. Vielen Dank, dann 69 übernimmt kurzzeitig die Leitstelle. Das Telefon kann ich ruhig behalten. Ich bin kurz in der Zeugenaussage. Und ein Zellentag, 62 Ende. So. Wir mal kurz überweisen. Hat er also noch nicht gekündigt? Nee, scheint so. Die ist wohl noch da. überweisen. Den 4 9 3. Nee. Das ist 8,8 oder 8,5, wenn man seine eigene Schrift nicht lesen kann, ne? Um Kotzen. Rechnung. Das ist eine 5. 5. 7, 4, 9, 3, 0, 1, 8, 5. Cool. 33, Funkcheck. Überweisen. Check! 5308 Verwendungszweck 1008 21 minus 02 alles PT überweisen, fertig. Wie viel Geld hatten die alle jetzt eigentlich? 36,8. Okay. Mm-mm. Ist geil, ne? Ja. Staffel 3 hat Verkehrsabsicherung wieder beendet und aktiv ab. Dem habe ich geschrieben, habe ihn eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Bla bla bla. Das könnte ich Ihnen gegen 22:23 per SMS gerne sagen oder Sie alternativ gerne einmal anrufen. Ja, und wo bleibt deine Antwort? Guten Tag. Interesse am Gespräch. Interview King. Nachdem keine Reaktion kam, kann ich wohl ausgehen, dass sie kein Interesse am Vorstellungsgespräch haben. Freundliche Grüße, Mascha. Ei, ei, ei. So. Dann halt nicht. Habe ich jetzt hier reingeguckt? Ich glaube nicht, ne? Reem Lynch. Steckschuss rechtes Schulter und Ivory. Karte, Steckschuss rechtes Becken. Circa 15:40 noch mehr im MD durchsucht und Personalien aufgenommen. Befragung war noch nicht möglich. Harry gekündigt, keine Informationen weitergeben. Shannon Bockmann wird hier vor dem Zuge der Vertagung und des Prozesses einen Fußfessel angelegt und er hat sich, sofern es ihm möglich ist, einmal am Tag im PD zu melden. Zudem ist Herr Medvedev bei der kleinsten Gesetzesübertretung auch Ordnungswidrigkeiten und Straßenverkehrsverstöße in Haft zu nehmen. Bis zum Prozessweiterführung am Sonntag 15 nach dem Stapeless einzubehalten. Boah, krass. Ja, vor allem gar keine Rückmeldung mehr geben, finde ich halt frech irgendwie, ich weiß auch nicht. Ferry suspendiert, keine dienstrelevanten Infos weitergeben. Anna mit Parker wurden aus dem Dienst entlassen. Okay. Ausbildungsmodul. Treffe 3, 10, 20, Palito Bay. Sheriff Department. Mhm. Ja, cool. Da ist denn alles da. Auch nicht viel. Check. Können wir runtergehen? Mhm.
Kaffee. Termin sollte in 5 Minuten sein, sofern der Mensch kommt. Keine Ahnung. Was ist die 1? Hallo. Hi, honey. Hallo. Hallo. Die Bewerber scheinen alle sehr motiviert zu sein. Entweder haben sie keine Zeit, antworten mir nicht oder lassen sich Zeit. Normalerweise sind die doch immer so 10, 15 Minuten früher da. Übrigens, honey. Ja. Ist morgen ein Vorstellungsgespräch von Max Salvatore? Nein. Weil er meinte, er hätte morgen eins. Nein. Ich habe keins mit ihm ausgemacht. Kein Rendezvous? Nö. Sehr komisch. Weil er hatte mich gestern beim Gericht gefragt, weil er hätte wohl ein Vorstellungsgespräch im PD, was er da beachten sollte. Ich meinte so, ja, seien Sie ehrlich und geben Sie keine Standardantworten von wegen... Also für morgen habe ich vor allem gar nichts ausgemacht. Ne. No. Ich habe einen Herrn Jacobs, einen Herrn King, eine Frau Phillips und... Hat sich denn überhaupt ein Max Salvatore beworben? Das weiß ich. Als wenn sich ein Salvatore hier beworfen hat. Und ein Herr Peters. Die 4 habe ich eingeladen. Und von einem habe ich eine Rückmeldung bekommen, dass er den Termin wahrnimmt. Der andere hat gemeint, er kann mir das gestern Abend 22, 23 Uhr sagen. Hat mir aber nicht geantwortet mehr. Oh, und die anderen schlecht. 2 haben keine Zeit, ja. Ich habe ihm jetzt mal geschrieben, ob ich davon ausgehen kann, dass er kein Interesse am Gespräch hat. So. Hast du diesen Leon Samuel Morningstar eingeladen? Nee, noch nicht. Okay, weil der hatte nochmal nachgefragt wegen seiner Akte, wegen seiner Bewerbung und er steht die ja sollen auf. Die alle chillen. Also. Ja. Also mich hatte nur ein Mike Ross gefragt, ob, weil er hatte eine Fehlermeldung, ob seine Akte überhaupt eingegangen ist, aber... Aber einen Herrn Salvatore haben wir auch gar nicht drin. Vielleicht hat er sich bei der Justiz beworben, aber nicht bei uns. Kann sein, aber er weiß ja, dass ich fürs PD arbeite. Dann, keine Ahnung. Ich war halt eh dienstlich vor Ort, von daher... Aber wir haben nicht mal eine Bewerbung von ihm drin. Ja, deswegen frage ich nämlich, ist komisch. Eingeladen habe ich ihn auch nicht. Ja, Max Salvatore. Ach, der macht doch eh nur Spaß. Der kann doch mit seinen Akten noch nirgendwo was machen. Das ist richtig. Im Beamtenstatus. Nee, den kann man nicht für bare Münze nehmen. War doch schon wieder nur am Essen. Nein. Nur ja, oder der wollte einfach nur wieder mit mir quatschen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, er folgt mich zurzeit ein bisschen ansonsten. Weiß einer von euch, wie viel eine Hexe wert ist? Also ein Hexer? Keine Ahnung. Gebraucht sind sie, kriegst du die für 3000 bis 3500. Willst du dir eine holen oder willst du dir eine loswerden? Ich will gerade eine verkaufen. Ich würde gerne eine verkaufen. Ach ja. Mit Leuchten, ne? Aber ich würde sagen, der Bewerber, der in einer Minute dran ist, hat wohl auch kein allzu großes Interesse, seinen Termin wahrzunehmen. Bei My Walker? Ja. Waren wir eine Streife, als das mit in der South passiert ist mit Binacci und so? Nein, ich war mit Dori eine Streife. Weißt du, wer mein Streifenpartner da noch war? Vater. Phillips. Ah! Hast du Fuhrpark heute gemacht? Socken hat es gemacht. Also ja, genau, den Fugitive habe ich gegen die Wand gesetzt. Okay. Echt jetzt? Ich habe schon gehört. Wann denn? Natürlich. Der ist Schrott. Sehr schön. Cool. Das ist okay. Hast du eingetragen wenigstens? Natürlich nicht. Es ist alles ein- und ausgetragen. Es ist nur ein Fahrzeug unten. Kannst du dich dann für eine Streife einteilen? Ja, und wer möchte jetzt gleich die Leitstelle übernehmen? Von mir aus kann ich das auch später Streife übernehmen. 2 aktiv, Haber. Sei einfach Streife 5. Streife 5?
Alles klar. Ja. Weiß Bescheid. Danke euch. CDL Funk. Genau. Check. Hallo. Komm auf die 6. 3-4-4 C20 Del Piero P. Check und check. Was zur Hölle? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Gut, ich bin top motiviert. Du bist Feuerwehrmann geworden. Okay. Ja. Ich dachte, Sorgen ist Brandschutzbeauftragte. Ach du Scheiße. Ja, cool. Special Effects und so, ne? Wie geht's dir? Ja, gut. Die Bewerber haben heute richtig Bock. Warum? Zwei haben mir gestern Abend geschrieben, dass sie keine Zeit haben. Der dritte hat geschrieben, er nimmt den Termin wahr. Der Termin war vor einer Minute. Ja, und ist keiner da? Es sind unten welche. Doch, auf Etage 5. Okay. Und einer war 17.30 Uhr eingeladen. Ja. Der hatte gemeint, er kann mir gestern Abend 22, 23 Uhr rum sagen, ob er den Termin wahrnimmt. Dem habe ich jetzt gerade eine SMS geschrieben, dass ich mal davon ausgehe, dass er kein Interesse mehr an einem Gesprächstermin hat. PD15, Funkcheck. Also wie viele Bewerber haben wir jetzt heute? Einen, wenn er da ist. Check. Okay, ja, der ist da. Hier, ich schenke dir was. Aber das kein Feuerlöscher. Vom Herzen. Ja, ich würde ihn voll gern tragen, aber ich glaube... Heb ihn einfach auf. Ja, okay. Ich halte ihn in Ehren. Wenn Wo hast du den her? Setzt du mir den Helm auf. Ich habe ihn gekauft heute. Wo kann man sowas kaufen? Guck mal, wie ich aussehe. Ja, du sahst schon mal besser aus, wenn ich das ehrlich sagen darf. Da muss der Prien kündigen. Kannst du aufhören, die Tauben zu füttern? Ah, okay. So, okay. Alles klar. Dann machen wir jetzt das Bewerbungsgespräch, ja? Okay. In dem Outfit? So. Nee. Kannst schon mal rübergehen, ja? Ich komme sofort. Hallo. So. Müssen wir mitschreiben, was wir fragen, wenn hier so stört, ne? Erstmal wäre nicht da, Natschi. Ich muss sie mal fragen. Frage 5, Kennzeichen eigenständig eingetragen. Aktiv West LS Richtung Arzelles. Check. Hab ich den vorhin im Funk gehört? Streife 2, aktiv, Zauf LS. Er ist gar nicht da. Check. Ach Gott. Warum ist er nicht da? Das ist jetzt halt echt dämlich. Aber geschrieben hat er auch nicht. Um nachzufragen. War nix. Nee, gar nix. Hat was. Dankeschön, ich wünsche einen guten Tag. Gut essen, gut trinken, gut schlafen, gut Zähne putzen, danke. Liebe deine Heubaktoren. In der Bucht der Liebe. Das Gottwort. So, dann komm mal. Ja. Der Herr Kukum ist ja mal wieder nicht da, glaube ich, oder? Nee, der ist nicht im Dienst. Ich habe ihn gerade schon probiert anzurufen. Wo kommt sie, Sir? Einen wunderschönen guten Tag, das Los Angeles Police Department. Mein Name ist Walter Weiß, PD 99. Das ist meine Kollegin Hanni Marshall, PD 66. Hallo. Wir werden jetzt einige Fragen Ihnen stellen. Mhm. Sie interessieren sich für den Polizeidienst. Genau. Okay, warten Sie kurz, ich muss einen Kollegen dazu holen. Ja.
Kommen Sie auf die 5, wir haben ein Bewerbungsgespräch. Ja, jetzt kommen Sie kurz die 10 Minuten da, bis gleich. So, also, so, es geht um Folgendes. Wir werden Ihnen jetzt einige Fragen stellen. Und dann schauen wir, ob Sie für den Polizeidienst tauglich sind. Ja? Als erstes geben Sie meiner Kollegin mal Ihren Personalausweis und Ihren Führerschein. Und wir werden das dann mit unserer Datenbank abgleichen, ob gegen Ihnen etwas vorliegt. Ja, einen Führerschein habe ich noch keinen, aber einen Personalausweis kann ich Ihnen geben. Ja. Mhm. Bitteschön. Perfekt, dann schaue ich gerade mal schnell im System nach. Sekunde. Okay, von der Akte her sieht's gut aus. Das heißt, können Sie schon zurückhaben. Danke. Gerne. Check. Okay. Sir, erzählen Sie was über sich, Mr. Wie war Ihr Name? Jacobs ist das. Mr. Jacobs, was, erzählen Sie was über dich. Ja, also ich bin in Salt Lake City geboren, direkt um die Ecke 1996, bin da bis 2012 aufs College gegangen, danach habe ich studiert eine Zeit lang, das Studium allerdings abgebrochen, da ich familiäre Probleme hatte und die für mich in erster Linie wichtiger waren als das Studium zu dem Zeitpunkt, was ich bis jetzt sehr bereue. Ja, ich habe 5 jüngere Geschwister, was auch manchmal ziemlich stressig ist, aber man kann es halt bewältigen. Ich habe eine Zeit lang für meine Uni gerungen, also auch mit einem Sportstipendium, deswegen bin ich überhaupt erst an die Uni gegangen. Ja, in meiner Freizeit gehe ich gern joggen, mache viel Sport, unterhalte mich sehr gern mit meinen Freunden. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie jede Woche irgendwie Party haben muss. Ich bin eher so der gesellige Typ, der sich dann in der Runde mit 4 Leuten einen ganzen Abend über ein Thema unterhalten kann. Okay. Ist so ein Kreis. Wenn Sie ein Küchenutensil wären, Sir, welches wäre das? Ein Messer. Warum? Warum ein Messer? Weil man fast zu jedem Gericht, wenn man es vorbereitet, ein Messer braucht. Zu jedem Gericht? Was ist, wenn fast, ich Cornflakes fast, esse? Fast jedem Gericht. Nochmal gerettet. Fast okay. Jedem Gericht. Warten Sie kurz, ich muss den Funk ausmachen. Okay, was sind Ihre Stärken, Sir? Meine Stärken? Ich bin sehr kritikfähig, empathisch und geduldig. Wie zeichnet sich Empathie in Ihren Augen aus? Empathie? Ich bin jemand, der sich sehr, sehr gut in Menschen alles gut, hineinfühlen kann. Ist das so? Ja. Okay. Was waren die anderen Stärken? Kritikfähig und geduldig. Geduldig, okay. Was sind Ihre Schwächen? Meine größte Schwäche ist tatsächlich, dass ich manchmal zu nett bin, glaube ich. Okay, und was noch? Nennen Sie mir noch 2. Noch 2 Stück? Ich bin sehr schnell gelangweilt, wenn mich was wirklich nicht interessiert. Also wenn man mir irgendwie einen Knopf an die Backe labert, wenn mich das überhaupt nicht interessiert. Also dann, Sie haben überhaupt keine Auffassungsgabe? Doch, das schon, aber es geht halt eher darum, so wenn man mir irgendwas erzählt, wo ich wirklich desinteressiert bin. Also das ist jetzt nicht auf der Arbeit unbedingt so, dass es beispielsweise, wenn mir jetzt irgendeiner erzählt, seine Fahrradspeichen sind gelb und der findet das super interessant, dass sie gelb sind, dann finde ich das nicht unbedingt interessant. Signalisieren Sie ihm das auch? Ich spreche die Leute darauf an, ja. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sich das irgendwie stundenlang dann anhört und sagt so, wie ja, sagen cool, Sie dem cool. Das dann? Ich versuche ihm das schon beizubringen, dass mich das nicht interessiert. Dass man okay. Vielleicht das die Thematik oder das Gespräch auf ein anderes Thema lenken kann, wo man vielleicht was Gemeinsames findet. Was war die andere Schwäche? Die andere Schwäche war... Langweilt. Sie sind schnell gelangweilt. Dann sagen Sie, Sie haben, wenn Sie sich für etwas nicht interessieren, ja, das ist ja das Gleiche. Aber was ist Ihr Problem? Also was war die andere Schwäche? Die andere Schwäche ist, dass ich manchmal zu nett bin. Zu nett. Wie drückt sich das aus? Also ich sag mal so, wie soll man das ausdrücken? Das ist beispielsweise, ich verzeihe sehr vieles. Ja, manchmal habe ich also dann sind kein nachtragender Mensch. Nee, also nicht sehr nachtragend auf jeden Wann Fall. Wann sind Sie eingereist? Vor 2 Monaten. Okay, was haben Sie derweil gemacht? Derweil, ich habe mich umgeschaut und umgehört, bin durch die Stadt gelaufen, habe mich mit Menschen unterhalten, also bis jetzt beruflich noch nichts, weil ich immer nicht dazu gekommen bin, eine vernünftige Bewerbung irgendwo hinzuschicken, außer wie jetzt bei Ihnen. Und
ja, die einzigsten Berufszweige, die mir halt noch sonst eingefallen wären, halt das Medical Department gewesen und bei Secursoft bzw. Meriwether, da ich okay. im Bereich mal gearbeitet habe als ja. Sicherheitsbeamter, aber ich wirklich sagen muss, das möchte ich nicht nochmal machen. Also ich möchte nicht nochmal irgendwie 4-5 Stunden vor einem Club stehen und die Besoffenen da von A nach B bringen, blöd gesagt. Das okay, wie halt war das Arbeitsklima Ihrer Meinung nach da so? Stressig, aber sowas muss man halt bewältigen. Also für mich war es nicht stressig, klar, aber es ist halt sehr, sehr wichtig, dass man in so einem Moment einen kühlen Kopf bewahrt, weil man halt eben für die Sicherheit zuständig ist in dem Bereich, ne? Ja, okay. Haben Sie schon mal etwas Schlimmes erlebt in Los Santos? Bis dato noch nicht, mehr meine Freunde. Was haben die erlebt? Meine beste Freundin ist beispielsweise direkt vor der Haustür überfallen worden. Wo? Das war in Vinewood. In Vinewood? Ja. Okay. Sind Sie kreativ? Kreativ, ja, kommt drauf an. Sind Sie, haben Sie eine schnelle Reaktionszeit? Mhm. Okay. Was ist 15 plus 15 geteilt durch 2? 15 plus 15 geteilt durch 2. 15 und 15 sind, sind 30, geteilt durch 2 sind, ja. Mathe, das ist meine größte Schwäche tatsächlich. Okay, ich erzähle Ihnen eine Geschichte, zuhören. Mhm. Also, stellen Sie sich vor, die Sonne scheint in Los Santos. Wieso muss Ihre Traumfrau aussehen? Haben Sie eine Dame, eine Partnerin? Nein. Okay, sind Single. Wie sieht Ihre Traumfrau aus, Sir? Dunkle, lange Haare, schlank, tätowiert. Dunkle, lange Haare, schlank, tätowiert. Ja. Ariane Barnes. Okay, alles klar. Gut. Weiß ich nicht. Also, hören Sie mir zu. Folgendes. Stellen Sie sich vor, die Sonne scheint in Los Santos. Es sind 33,5 Grad. Die fahren die Straße runter mit einem roten Wagen, einem Muscle Car. Ja. Haben schöne silberne Felgen und ihr Ziel ist es einfach nur, wirklich den Sonnenuntergang zu genießen. Es ist 17.23 Uhr, okay? Und sie hatten einen langen Tag im LSPD, sind Officer 3. Und sie wollen, dass ihre künftige Freundin, lange schwarze Haare, tätowiert, schlank, ein bisschen sportlich, sie wollen sie von der Arbeit abholen. Sie arbeitet im Medical Department als Krankenschwester und sie wollen sich einen neuen Zaun heute in ihr Grundstück ziehen. Dieser soll in weiß sein und sie möchten, dass der 1,20 Meter hoch ist. So, und dann gehen sie hin, fahren mit ihrer Freundin, haben die Baumaterialien gekauft und sie stellen sich dann dahin. Sie haben, sie brauchen ungefähr so 97 Nägel, um das Ganze fertig zu bauen, ja? So, ihre Einfahrt ist 2,05 Meter lang und der Hof ist so 7 Meter breit. Also sie haben schon, ist schon okay. So, sie haben 200 Quadratmeter. Na, sagen wir 205 Quadratmeter. Ja? Um wie viel Uhr sind Sie mit dem Auto gefahren? Um 17.23 Uhr. Wie hoch ist der Zaun? Der Zaun ist, glaube ich, 1,20. Kommt das ja. ungefähr hin? Ja. Oder 1,70? Okay, okay. Okay. Und wo arbeitet Ihre Freundin? Im Medical Department. Als was? Als Krankenschwester. Sehr gut. Sehr gut. Das haben Sie gut gemacht. Okay. Dürfte ich kurz einen Schluck trinken? Ich bin echt super durstig. Ja, trinken Sie wohl einen Schluck. Gut. So, weiter? Ja, weiter. Gut. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün tatsächlich. Warum? Weil ich sehr ländlich aufgewachsen bin. Mhm. Wo? In Salt Lake City. Okay. Frau Marshall, haben Sie eine Frage? Was glauben Sie, ist bei uns im Polizeialltag besonders wichtig? Besonders wichtig Aufmerksamkeit. Strukturiertheit, Entschlossenheit. Mhm. Das sind so die Sachen, die ich mir, zumindest wenn ich einem Polizisten begegne, wünschen würde. Mhm. Und das haben Sie bisher nicht so erlebt?
Ich habe bis jetzt nicht einen einzigen Polizisten erlebt, der nicht vernünftig gearbeitet hat, tatsächlich. Aber also ich höre natürlich von den Leuten die Erzählungen, ne, PD hier, PD da. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Okay, alles klar. Hören Sie zu. Es ist 23 Uhr an einem Samstag. Es regnet. Wir beide sind die letzten beiden Kollegen, die im Dienst sind, ja? Und wir kriegen einen Anruf, dass es in der Nähe einer Bar eine Schlägerei gibt. Wir fahren dort hin mit einem Code 3 und dort liegt eine Person bewusstlos auf dem Boden, eine Dame, blutüberströmt. Daneben sitzt ein Herr, der sich die beiden Hände vors Gesicht hält und ziemlich traurig ist, weil er hat tatsächlich so reagiert, dass er seine Freundin aus einem Aggressionslevel so behandelt hat, dass er die Kontrolle über seine Aggression verloren hat. Sie fahren mit ihm zum LSPD gemeinsam mit mir. Er wird im Wagen langsam hysterisch, weil die Drogen greifen bei ihnen langsam so ein. Wissen Sie, also in den Verstand. Er hat LSD genommen und er wird immer aggressiver und aggressiver, aber so, dass wir ihn noch unter Kontrolle haben. Er hat Handschellen angelegt bekommen und wir fahren zum LSPD. Wir setzen ihn in eine Zelle und er fängt langsam an rumzuschreien, dass ihm das Spaß gemacht hat, seine Freundin zu bearbeiten. Ja? Ich gehe dann in die Zelle und haue ihn einen über den Kopf mit einem Schlagstock. Ja? Sie stehen daneben und sehen das. Nur Sie und ich stehen da unten. Wie reagieren Sie? Im ersten Moment würde ich natürlich versuchen, Sie zurückzuhalten. Klar, weil es rechtswidrig ist. Mhm. Aber ich wäre jetzt nicht derjenige, der direkt irgendwo hinrennt und sagt, ja, der Herr Weiß hat irgendwen verprügelt. Weil okay. Kameradschaft, ne? A und O, ist ja. In meinen Augen. Ne? Also es ist... Klar, es ist falsch im ersten Moment, aber... Man kann es irgendwo verstehen, finde ich. Ne? Also ich meine, klar, man muss den irgendwie ruhig halten. Man kann es natürlich auch anders machen. Aber warten Sie mal kurz draußen. Ja, natürlich. Das war's. Mhm. Oder? Mhm. Wie würdest du jetzt entscheiden? Drüber hinwegsehen und ihm die Chance geben oder ihm die Stelle verwehren? Klar, aber ich würde noch mal mit ihm reden, was er denn generell so von Gesetzestreue hält. Ja. Und ihn okay. Dann noch mal auf dieses Szenario ansprechen. Dann mach das mal. Hol ihn mal. Okay. Das übernimmst du jetzt mal. Okay. Aber weißt du, du musst im Unterton, das ist wichtig, deute nicht so hart auf den Fehler hin, sondern verkaufe ihm, dass seine Antwort richtig ist. Ja? Verstehst du? Sag, wir sind ja eine Familie, blaues Blut, bla 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 bla. Weißt du, was ich meine? Mhm. Gucken, ob er nach dem Wink mit dem Zaunpfahl, ob er dabei bleibt. Hol ihn noch mal rein. Okay. Können Sie gerade mal reinkommen? Ja, natürlich. So, die Frau Marshall, also ich finde Ihre Antwort korrekt, aber die Frau Marshall hat noch eine Frage an Sie. Ja, natürlich. Genau, und zwar gerade auch wegen so diesem beschriebenen Szenario, was der Herr Weiß Ihnen gerade vorgestellt hat. Klar, Sie haben ja schon gesagt, so Kameradschaft ist Ihnen sehr, sehr wichtig. Und bei uns im LSPD ist es ja auch so, wir sind alle so eine Familie, wir haben alles blaues Blut. Man sieht es ja auch in der Uniform, wir sind so ein Team. Wie sieht es denn bei Ihnen so aus Richtung Gesetzestreue? Wie wichtig ist Ihnen das denn? Sehr wichtig eigentlich, deswegen wollte ich dazu noch was gesagt haben gerade eben. Mhm. Eigentlich ist es ja eine gesetzeswidrige Handlung gegen jemanden, der da sitzt. Ne? Es ist ja Gewalt gegen jemanden, der an sich in dem Moment nichts verbricht. Ich meine, wir haben ihn ja jetzt, wie gesagt, in der Haft und raus kann er jetzt nicht. Ne? Eigentlich müssten wir da neutral gegenüber dem Bürger handeln in dem Moment. Mhm. Also, würden Sie trotzdem Ihren Kollegen decken? Ja, würde ich schon. Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Eigentlich müsste ich es melden. Ja. Was bewegt Sie dazu, es nicht zu melden? Was bewegt es mich dazu, nicht zu melden? Der hat eben diese Kameradschaft, ne? Ich möchte halt auch nicht doof vor meinem Kollegen da stehen, als Glück gesagt, wie nennt man das? Snitch, glaube ich, sagt man heutzutage. Das möchte ich halt auch nicht, aber eigentlich müsste ich es melden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ist das. Wenn Sie jetzt nochmal genau drüber nachdenken, so von Ihren moralischen Einstellungen her. Ja. Sie würden dabei bleiben, Sie decken Ihren Kollegen. Ich glaube, ich würde es eher melden. Einfach aus dem Grund, weil es kann immer mal sein, dass er in so einer Situation, wenn es nicht angebracht ist, beispielsweise bei einem harmloseren Fall, eventuell dann doch falsch handelt. Ich glaube, letzten Endes wird es darauf rauslaufen. Okay, schauen Sie. Sie sind, hören Sie, ich muss da kurz eingreifen. Also, Sie sind ein unfassbar aufmerksamer Mensch, das muss ich Ihnen echt sagen. Also, ich bin wirklich, ziehe meinen Hut, Sie konnten mir all diese Daten nennen, die ich Ihnen abgefragt habe. Sie haben eigentlich auch das Bewerbungsgespräch meiner Meinung nach gut gemeistert. Bis zu einem Punkt.
Ja. Also meine Kollegin hat ihn durch die Fahne, und das ist sehr, sehr wichtig, wissen Sie, Polizeiarbeit ja. basiert darauf, dass man immer zwischen die Zeilen liest. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Und sie haben es nicht verstanden, weil natürlich melden sie das. Wenn ich einen Zivilisten niederprügel, dann haben sie das zu melden bei ihrem Vorgesetzten, ja. Ja, und das haben wir ihnen jetzt dreimal praktisch vor die Nase gerieben und sie haben das nicht verstanden. Wissen Sie, was ich meine? Ja, das ist natürlich doof. Deswegen machen wir Folgendes, schauen Sie. Ja. Tun Sie, also, ich gebe Ihnen eine Woche Zeit. Sie werden in einer Woche werden sich mit der Gesetzeslage in dem Staat des San Andreas auseinandersetzen und mit dem Polizeigesetz. Das können Sie öffentlich einlesen. Und Sie kommen heute in einer Woche nochmal vorbei und wir wiederholen dieses Gespräch und ich frage Sie Sachen ab. Ja. Und wenn Sie es schaffen, gebe ich Ihnen die Chance. Okay. Ist das ein Deal? Ja, können wir machen. Aber Sie sind, ich glaube, Sie könnten es gut machen, aber das ist schwierig. Ja. Ja? Alles klar. Gut, dann, Sir, ich wünsche Ihnen dann noch erstmal alles Gute und wir sehen uns dann hoffentlich heute in einer Woche wieder, ja? Frau Marsch, bringen Sie den Herrn dann wieder runter und kommen Sie dann wieder hoch, ja? Bis gleich. So, dann dürfen Sie mir gerade einmal folgen. Ich würde mich dann einfach bei Ihnen nochmal melden per SMS wegen einem neuen Termin, weil ich dann auch nochmal abklären muss, wie es dann zeitlich bei uns ausschaut. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall zeitnah hin. Ja. So. Dann würde ich Sie für den Moment erstmal entlassen und wir sehen uns dann in einer Woche wieder, würde ich sagen. Woche, Perfekt, super. Polizeigesetz und Gesetzeslage. War das ganz so. Genau richtig. Einfach mal so einen Überblick und vor allem das Polizeigesetz nochmal anschauen. Okay, passt. Perfekt, Bescheid. Super. Gut. Schönen Abend tschüss, noch. Jo, ciao. Tschüss. Ich glaube, du kannst den Fahrstuhl wirklich nur benutzen, wenn du innerhalb von dieser Fraktion bist und auch die Schlüsselkarte hast. Ich glaube, den musst du darüber quasi freischalten. Aber den kann nicht einfach jeder bedienen. Wir konnten ihn im MD ja auch nicht bedienen. Der Chief hat Ariane Schlank genannt, ja. Das ist richtig. Komm sogar mit rein. Hallo. Chief hat was Neues bekommen. Oh, jetzt sieht das seine Firefighter-Ausrüstung wieder an. Doch, nice. Das ist mein Chief-Hemd. Ja, nice. Wo ist die weiße Hose? Nein, Spaß. Das wäre dann so henkermäßig. Das sitzt auch sehr gut. Was kriegen Sie dafür, Herr Smith? Danke für das. Ist das ein Geschenk? Danke schon für das Geschenk. Ist ein Geschenk. Ich bezahle das von mir. Ah, das ist sehr nett. Aber Sie kriegen trotzdem was von mir. Die habe ich selber gebacken. Wie sieht das jetzt mit der Mütze aus? Dankeschön. Sieht das gut? Warten Sie, ich muss kurz spielen. Du bist eine schöne Mann! Freut sich aber jemand. Das stimmt wohl. Es ist schön, wenn man Menschen so schnell glücklich machen kann. Ja. Entschuldigung, ich habe Mr. Hoy gerade in meinem Kopf gehabt. Ja, geil! Vielen Dank! Ja, vielleicht gibt es irgendwann auch mal die passende. Dazu. Das hat echt ein bisschen was oh, das wäre schön. Ne? Sie passt meins nicht drüber. Ah, das ist unten. Kurz oben. Muss ich mal ausprobieren. Ja, muss ich mal ausprobieren. Aber wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank. Sehr nette Geste. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit für Sie. Wir hatten gerade einen Bewerber. Und dieser Bewerber ist ja mal unfassbar. Also er war wirklich unfassbar gut. Und dann kam eine Frage. Und welche Frage kam da, Frau Marshall? Da kam die Frage auf, was für ihn überwiegt, eher die Gesetzestreue oder die Kameradschaft zwischen Kollegen? Ging um ein Einsatzszenario, bei dem ein Herr seine Freundin verprügelt hat. Die Dame hat geblutet, lag auf dem Boden. Der Herr wurde dann verhaftet, mitgenommen, in die Zelle gebracht. Und in unserem Fallbeispiel hat der Chief diesen Menschen nachher mit dem Schlagstock einen übergebraten, weil der einfach die Klappe nicht halten konnte. Und dann war die Frage, ob der Herr den Chief decken würde oder ob er ihn melden würde für sein Verhalten. Was war die Antwort?
Was raten Sie mal. Ich denke mal, er würde sie denken. Ja. Mhm. Und wir haben ihn dreimal darauf hingewiesen. Oh, dreimal. Mann. Ganze, warten Sie. Dreimal. Zweimal. Gut. Also, ich habe noch eine andere Geschichte. Sie haben einen Flugschein, oder? Noch nicht. Ach, noch nicht. Machen Sie gerade einen. Ich bin gerade dabei, die ganzen Sachen einzureichen, da ich einen Flugschein habe vom Department of Transportation. Vielleicht okay. Muss das noch mein medizinisches Ding da machen. Aber Sie können nicht, Sie können aber kein Flugzeug fliegen, oder? So ein kleines... Nein, ich habe nur Helikopter. Okay, weil kleine nächsten machen. Samstag findet was Tolles, nächsten Donnerstag, heute in einer Woche, findet was Tolles statt. Bei der Grotte. Genau. Und, also ich zieh mal ganz kurz die Weste an. So, das passt. Warten Sie kurz. Ich habe das Clip ein bisschen, aber sonst... Was für alle macht ja schon wieder. So, genau. Und die Herr Ivanov und Frau Ivanov, die ja. werden heiraten zusammen. Das wissen Sie ja, genau. Und ich habe ein Flugzeug bestellt. Und auf dem Flugzeug hinten ist ein Banner, hoffe ich, dran. Da steht drauf, Brian sucks dicks. Willst du es echt durchziehen? Klar. Das wird lustig. Das Motto ist rot. Roter Anzug. Haben Sie einen? Natürlich, ich habe einen roten Anzug. Ich habe es eigentlich auf Venture geschrieben, haben die Leute schon darauf reagiert. Nervös. 540 Aufrufe hat der Beitrag. Schon prominent. Okay, alles klar. Ja, auf Sie Telefon. Please, ne? Herr Kane. So ist mein Name. Wo sind Sie denn? Ich komme zu Ihnen. Gut. Alles klar. Erstmal, kann ich Ihnen sonst noch helfen? Nö, ansonsten nicht. Ich will mich dann wieder verkrümmen nach oben. Dann verkrümmen Sie sich mal und danke, dass Sie heute so unterstützt haben. Ja? Sehr gerne doch. Bis dann. Bis dann. Bist du besser weiß oder blau? Ich glaube weiß. Heißt ja auch so. Das ist der Name im Programm. Gut. Als wir Herr Ferry gekündigt haben, ne, haben wir seinen Spind durchsucht. Und weißt du, was wir da noch gefunden haben? Nee. Ein Joint. Ist das ein bisschen ironisch? Wir haben Two Joint Jerry und One Joint Ferry. Warte. Hast du einen Funk an? Nee. Mach mal Funk an. Welche PD-Nummer hat nochmal der Heu? 60. Ja, genau. PD Sexy. PD 60 für die 99 kommen. PD 60 für die 99 kommen. Oh, was Tolles, Witziges vorbereitet, das geht doch nicht. Leitstelle für die 99 kommen. Hört sie kommen. Wo befindet sich die PD 60 kommen? Streife wurde aufgelöst und hat sich dann nicht abgemeldet. Müsste irgendwo ein PD sein, kommen. Check. 910. Ne? Nee, ich habe sowas Lustiges vorbereitet. Warte. Der geht heute Abend zu Lolitas und lernt eine Frau kennen, habe ich ihm gesagt, soll er machen. Maximus nicht noch mit dem gefahren? Der Maximus hasst den doch. Ja, Maximus und der waren in der Streife. Streife 5 wieder aktiv Richtung Downtown. Da geht immer ans Telefon, ich mach mir echt Sorgen. Hat Maximus den umgebracht? Macht denn der? So. Hast du dich eingeschaltet? Ja, hab ich. Ja, es ist nicht witzig, wenn ich das mache. Wieso? Dann muss der ja Heu machen. Okay. Hello, Litas, oder was? Oder hier? Nein, der muss das im Funk machen. Es gibt einen neuen Funkcode. Hast du 1073 eingeführt? Mhm. Echt jetzt? Mhm. Ja, Alkohol- und Drogentest? Aber der C73 ist was anderes.
Was denn? Ich hoffe, der ruft jetzt mal hier zurück. Das sage ich nicht, weil es viel lustig ist, wenn er es sagt. Du musst dem, ich habe deine SMS ja vorhin gelesen, du könntest die Frau Sorkin mal melden beim FDI als Brandschutzbeauftragte. Okay, mache ich. Ja. Na gut, dann komm. Wieso ist jetzt Ferry gekündigt? Ich krieg hier nichts mit. Falls du unterwegs jetzt, willst du mit zum Mission Ropi kurz kommen? Okay. Okay. Dann besprechen wir das mal wegen den Bewerbungsgesprächen. Ja. Soll schon wieder das Fenster gleich zu machen. Check. Hallo Dori. Hallo. Hab ein neues Geschenk bekommen. Ach, was denn? Mein neues Oberteil. Absoluter Hammer. Danke für die Ironie. Das andere sah krasser aus. Ich sag die Wahrheit, ist so. Was, das blaue? Feuerwehrgedöns mit der Lachs. Ach so. Ja gut, das war wirklich der Hammer. Das kam unerwartet. Okay, ich muss kurz zum Mission Road Department, ja? Check, 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 check. Du weißt nicht, wo der Mr. Hoy ist? Der hat Streife aufgelöst und dann kam nichts mehr. Ich gehe stark davon aus, Klo vielleicht. Also der Herr Maximus, der mochte den Herr Hoy nicht so. Deswegen frage ich mich gerade, ob er den vielleicht irgendwas getan hat. Hat den zu Chipsui gemacht. Sah jetzt nicht so aus. Soll der Herr Hoy sich denn melden? Ja, dringend. Okay, check. Bist du nächsten Donnerstag da? Vermutlich. Nächsten Donnerstag um 21 Uhr heiraten. Ach so, da fällt mir gerade noch was ein. Moment kurz. Ich muss auch kurz was einstellen, ja. Hanni. Warte eben. Die Hochzeit, ja. Ja. Family heiraten. Collins? Ja. Du bist witzig. Ist es was Schlimmes? Na, okay, check. Wo in Palito? Da wirst du ja verrückt hier. Mhm. Okay. Ja, aber Niffi, wann geht's los, Europa? Bin dabei. Ja, wir haben nur Silber draußen. Let's go. Nice. Streife 5 für die Leitstelle kommen. Streife 5 hört dran. Können Sie einmal Palito anfahren, die Straße Brunos Pitstop, dort soll ein SUV auf der Straße sein und sich darum kümmern, kommen? Ja, check. Streife 5, 1040 Palito, Brunos Pitstop, komm. Leitstelle Ende. Geht. Frau Collins, könntest du mir einen Gefallen tun? Ja, Sir. Können Sie die Personenakte von Brian Ivanov überarbeiten, dass die Partnerin, wie heißt sie? Theodora Ivanov? Ja. Heißen jetzt Ivanov oder Gamble? Ivanov. Okay. Darf man das schon? Also ist es schon officially eingetragen? Nicht, dass sie irgendwas Illegales jetzt eintragen. Die meinten, ja. Ich glaube, die mussten nur noch mit ihren Ausweisen zur Kirche und das nochmal irgendwie eintragen lassen oder so. Gamble. Oh. Ach, das Gamble ist schon weg? Habe ich gerade korrigiert, ja. Hat er vergessen, der arme Kerl. Als ob der jetzt Ivanov heißt. Das ist doch schön. Ich will doch ihren Willen bekommen. Die 99, 12.08.2021. Hiermit weise ich darauf hin, dass am kommenden Donnerstag, Anni, ja? Könntest du mir mal ganz, ganz, ganz kurz meine Telefonnummer, meine Kontonummer irgendwie mitteilen? Hast du die irgendwo? Kannst du sie im RDP sehen oder so? Warte mal. Am kommenden Donnerstag um 21 Uhr in der Grotte der Liebe. Ne, wie war das? Nicht Grotte der Liebe. Hört sich abartig an. Aber wie heißt das denn hier? Sagen Sie mal hier, Bucht der Liebe. Bucht der Liebe. Ich sehe deine Kontonummer nicht, aber du hast doch letztens eine ins schwarze Brett geschrieben, oder nicht? Klingt aber romantisch. Ja, warte kurz. Hiermit weise ich darauf hin, dass am kommenden Donnerstag um 21 Uhr in der Bucht der Liebe Mrs. Ivanov und Mr. Ivanov ihre Liebe ganz offiziell feiern. Eintritt ist umsonst. Motto: Tragen Sie Rot. Das LSPD würde sich freuen, wenn Sie das Liebespärchen unterstützen. Vielen Dank.
Hier habe ich erwartet, dass die zwei eine Namenskombination machen. Evembel oder sowas. Oh Gott. Da ist der Herr Hoy. Mr. Hoy! Warum antworten Sie nicht im Funk und gehen nicht am Telefon? Ich habe ein Funkproblem gehabt, weil ich war auf Toilette. Ich habe keine Verbindung gehabt. Haben Sie jetzt wieder? Ja. Machen Sie mal einen Funkcheck. Okay. Brauchst du jetzt die Kontonummer noch? Kannst du eintragen, dass die Leute bitte Check. Dass die Leute bitte Gelder dafür überweisen können. Mhm. Aber mit dem Betreff LSPD Hochzeit, das ist wichtig. Okay. Ja? Ja. Okay. 06 Funkcheck. Check. Herr Hoy, gehen Sie mal kurz darüber zum Vespucci Police Department Logo. Da drüben an die Wand! Oh, falsche Wand! Die Wand da drüben! So, wir haben einen neuen Funkspruch. Einen neuen TEN-Code. PD60 für die PD99 kommen. PD sexy hot! Was? Was ist eine PD73? To join with Lenny. Sitzt nicht. Hat er. Was? Oh mein Gott. Kurze Information, eine C73 führen Sie nun durch, wenn Sie eine Drogen- oder Alkoholkontrolle durchführen. 99 Ende. Oh, ist das unangenehm. Ja, Sie haben Besuch. Tom und Bill stehen da vorne. Oh, mal noch einen Eintrag, Moment. Kannst auch noch zwei machen, wenn es dich glücklich macht. Ist gar kein Problem, wir haben Zeit. 73. Aber ich finde es schön, wie konsequent du deine Anwesenheitsliste führst. Ist top aktuell, würde ich sagen. So. Ja. Wie aktuell soll sie sein? Ja. Mhm. Hast du die Kontonummer eingetragen? Recht. Ja, habe ich. Schön. Gut. Dann fahren wir kurz zum Mission Road Department, ja? Alles klar. Trotzdem Streife 6, ja. Okay, warum? Ja, zum Anfunken einfach ist einfacher. Ja, wieso ist Streife 1 denn nicht? Ja, du kannst auch Streife 1 sein. Aber warum ist das relativ einfacher? Ja, damit ich irgendeine Streife habe. Und das aber nicht warum? So. Aber 1 ist doch. Hä? Okay, ja, du machst es schon. Kann sein, was du willst. Oh, Telefon. Herr Winters. Sind Sie bescheuert? Was wollen Sie denn, Herr Winters? Ja, ich bin Herr Weiß. Ich bin im Büro. PD. Ich stehe vorne am Leit. Hä? Ich stehe vorne an der Leitstelle, Sie Affe. Der Affe ist angekommen. Ja, immer mitten rein. Das ist Motivation. Polizei, ne? Freund und Helfer. Genau, immer diese Fliegen. Herr Winters, Sie brauchen einen roten Anzug. Wie sehen Sie denn aus? Ich hab ein neues Oberteil. Kommen Sie mal kurz mit. Drogen und Alkoholkontrolle, ey. Man glaubt's nicht. Aber das musst du doch theoretisch jetzt noch hier mit eintragen, ne? Rotes Outfit, ne? Das Problem ist, wenn man ein rotes Kleid trägt, das hat nachher jeder an. Eigentlich muss man gucken nach einem Rock und nach einem Oberteil, was man irgendwie schön zusammen anziehen kann. Tricky. Tricky. Streife 15, 20, Bonus Pit Stop. Check.
Isabel, kannst du mir mal kurz die Nummer von Frau Sorkin geben? Ja. Drei, vier, zwei. Soll ich weitermachen? Bitte? Soll ich weitermachen? Also die Telefonnummer brauche ich von ihr, sorry. Ja. 342. Ja. 342, ja. 979.